Ich würde immer gerne schön so Kaffee trinken, aber es ist dann immer schon zu spät. Was? Der Kaffee ist schon bald leer. Das kenne ich. Dann gehe ich ans Wasser und irgendwann ist das auch leer. Und dann ist entweder Pause oder wir sind fertig. Wie schaut es jetzt aus? Immer noch gut. Okay, und der Ton jetzt? Super. Super. Bim! Bim, bim, bim. Feel Good Podcast, weitere Folge. Und zwar eine weitere Folge mit dir. Urschön. Dabu, du bist einer der allerersten gesehen. Mhm. Und darum haben wir gefunden, das müssen wir jetzt schon nochmal machen. Ich habe das Gefühl, du hast mich noch erklären letztes Mal, um was es geht. Ich glaube, die erste Folge war noch nicht aus, wo ich schon da war als Gast. Und du hast mir noch das Konzept erklären. Wo es nicht geht. Voilà. Das ist, glaube ich, deine Erklärung. Genau. Das hat mich total überzeugt. Kommst du mal reden einfach. Ja. Das ist, glaube ich, das, was ich gesagt habe. Ja, ich glaube, ich hätte mir Sorgen gemacht, wenn du mir dann so ein 20-seitiges Paper geschickt hättest. Was alles muss stattfinden in diesem Podcast. Genau. Und dann machen wir die Rubrik und dann kommt das Spiel. Mhm. Und dort überlegst du schon vorher. Gut, das ist ein bisschen bei der Wochenrundshow, ist das ja so. Voll. Dort haben wir das so eher so gehabt. Wir haben vorher extra nicht zu Mittag gegessen zusammen. Aber wir haben beide zu Mittag gegessen. Richtig, aber nicht zusammen. Und sind darum beide ein bisschen müde. Mm. Ich habe mir auch überlegt, dass du könntest eigentlich mal einen Spin-off machen. Voll gut Podcast. wo du über so Essen reden oder nur mit Leuten direkt nach dem Essen reden, die so ein bisschen müde sind vom Essen. Ja. Yeah. So was hast du jetzt gegessen? Ich habe mich inspirieren lassen von dir. Ich habe ja gesehen, was du isst. Ich bin zu einem anderen Asiat gegangen essen. Panasiatisch, sagt man dem, glaube ich, heutzutage. Wenn man nicht so genau weiss. Genau. Ja. Also der, wo ich gesehen bin, ist offiziell ein Thai, aber hat wirklich, glaube ich, jedes asiatische Gericht, das es gibt, hat auf der Karte. Oh. Er hat 150. Hat er also so fette Nudeln? Nicht wahrscheinlich. Also Pappardelle? Nein, aber seit ich in Bangkok war vor 10 Jahren, suche ich so fette Nudeln. Wo aber durchgängig sind, also rund? Sie sind so, und sie sind aber auf der Seite ein bisschen geringelt. Ja. Yeah. Und in so einem feinen Teiggericht. Und ich finde es einfach nicht in der Schweiz. Aber schwierig. Aber vielleicht sind sie auch, weißt du, in diesen 10 Jahren, wo ich darüber rede, immer fetter geworden in meiner Vorstellung. Und eigentlich sind es so kleine Scheiss-Spaghetti gewesen. Das ist mal mit Schuhen passiert, wo mein Vater mir übergeben hat, weil sie ihm zu gross gewesen sind. Hat er gesagt, oh, ich habe noch ein paar Schuhe, willst du die? Und ich sehe, klar. Und ich glaube, jetzt seit etwa 10 Jahren, jedes Mal, wenn er von diesen Schuhen redet, sind sie etwa 100 Stutz teurer geworden. Und dann irgendwie so nach 5 Jahren mal darauf hingewiesen und jetzt ist es natürlich der Running Gag. Aber es ist am Anfang ist wirklich so, pass ich denn auf, die haben 300 Franken gekostet. Sehr, ist gut. Okay. Dann irgendwann 2 Jahre später, sind die gute Schuhe. Sehr, die sind toll. Ja, recht so, die haben 500 Stutz gekostet. So, und irgendwann haben gesagt, Alter, mittlerweile sind deine Schuhe sind über 900 Stutz. Kurz bevor er gesagt hat, das ist ein Erbvorbezug. Ja. Hast du gesagt? Das sagt er immer. Das sagt er vor allem. Nein, das heisst, du hast dir keine dicken Nudeln gegeben, aber panasiatisch. Tofu etwas, Nudeln, fettig, geil. Bist du jetzt Vegan? Ich bin seit Anfang, ich habe Mühe mit den Jahren seit der Pandemie, seit Anfang 20 bin ich Vegan. Wirklich? Ja. Hat es eine direkte Korrelation gegeben, oder? Nein, einfach, ich habe beschlossen, ich probiere jetzt das ein Jahr aus, mal bis 20. Ja. Weil ich wie gefunden habe, möglicherweise geht unsere Welt wirklich den Bach ab. Und was würde mir hure leicht fallen, zum machen, zum helfen, dass die Welt nicht den Bach abgeht. Ja. Und ein paar Sachen fallen mir mega schwer. Zum Beispiel wenig Kaffee trinken. Mhm. Aber ich habe wie so gemerkt, zum Beispiel wenig Fleisch essen. Wenig Fleisch essen ist mir schon hure easy gefallen. Ja. Komm, ich schaue mal ein Jahr, ob es geht ohne. Und ich habe es easy durchgezogen, ausser in Florenz habe ich beschissen. Und halt gefunden, komm, ich mache jetzt das eigentlich für weiter. Voll geil. Ja. Aber wenn ich so wirklich so bei Italien, also wenn ich so in Florenz bin, bei meiner Lieblingstrattoria, wo ich war, bin letzten Herbst wieder und dann ein kleiner Schwertfisch. Puh. Das ist schon schwierig gewesen, zum nicht essen, muss ich ehrlich sein. Aber sonst habe ich es echt durchgezogen. Ja. Bist du wieder in Florenz gewesen? Ja. Letztes Jahr. In so einer Pandemiepause. Ja. Wo es ja gegeben hat, im Herbst, so September. Ja, ja, ja. Etwas, ja.
Ja, das sind glaube ich, so die drei Monate, wo man wirklich etwas hätte machen können, oder? Ja. Und ich kann mir vorstellen, dass Florenz dann für einmal nicht komplett überlaufen war, sondern nur gut besucht, sagen wir mal. Mhm. Ich bin vor allem dann, habe ich das gemacht, was ich nicht gemacht habe, als ich länger in Florenz war. Ich bin in alle Museen gegangen. Also ich bin den David anschauen von Michelangelo und bin in die Uffizien und so. Die Uffizien ist das, was die meisten kennen aus dem Film. aus dem wie so Illuminati-Film, die folgt drauf. Mit der Pandemie etwas interessanterweise dort. Das handelt in der Uffizien. Und man hat wirklich mal in die Uffizien können. Und ich komme überhaupt nicht raus mit Kunst, ganz ehrlich. Yeah. Also mit bildender Kunst. Aber ich war schwer beeindruckt gewesen von diesen Gemälden. Jetzt ohne Scheiß. Mhm. Mich hat das berührt. Die Originalgemälde von damals. Da Vinci und shit. Kann ich nachvollziehen? Ja. Weil ich glaube, das ist ja. Bei Kunst wird ja so viel darüber diskutiert, eben was überhaupt Kunst ist, was überhaupt das Verständnis von Kunst ist. Läuft's, Christoph? Haben wir wieder Strom? Okay. Ich sehe nur die ganze Zeit rumlaufen. Was ist los? Nervöses Bein halt, er muss. Hä? Ja, alles gut. Sensationell. Auch eben die Definition von Verständnis von Kunst. Finde ich schwierig. Und wird ja immer konstant diskutiert. Und ich glaube, schlussendlich ist wirklich einfach, macht es etwas mit dir oder macht es nicht mit dir? Und im Normalfall macht es ja sowieso etwas, also ist das selten egal. Und dann hat es ja schon ein Ziel erreicht. Aber wenn du etwas super dumm findest, denkst du so, hat trotzdem etwas ausgelöst, oder? Mhm. Und wenn dir etwas berührt, aufgrund von auf dem Wissen, wie historisch das ist, wie im gewissen Bereich weltbewegend, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das etwas mit einem macht. Habe ich gar im Vatikan. Ja. Nicht Religiöses an mir, aber schau mal da drauf. Das ist crazy. Jesus. Wirklich Jesus. Ja. Und um deine Frage noch beantworten, ja, es hat weniger Leute gehabt in Florenz. Das hätte man natürlich können in die Museen gehen, wo sonst musst du irgendwie 3/4 Jahr vorher musst du das Ticket reservieren. Ist relativ spontan gegangen. Am Tag vorher hat gelangt. Ja. Und es hat auch nicht so viele Leute drin gehabt. Das war sehr angenehm gewesen. Aber ich finde, das ist auch eine müßige Diskussion, weil man selber ist ja Tourist, man selber ist auch dort. Klar. Also ich mag jetzt auch nicht mich beschweren darüber, dass es so viele Touristen hat, weil ich bin ja auch ein Tourist. Nein, das logisch. So der einzige Ort, wo ich mich könnte über das beschweren könnte, wäre Zürich. Weil dort bin ich nicht Tourist. Und Zürich hat es gar nicht so viel. Nein, aber finde ich auch immer lustig, wenn man zum Beispiel in ein Restaurant will, wo keine Touristen sind. Weißt du, wir sind nicht mehr gesehen, wo... Das sind nur Einheimische sind dort gegessen. Also, ja, du bist irgendwie trotzdem dort angekommen. Und du bist dann Tourist gewesen, ja? Und der Beizer hat nachher gesagt, oh fuck, jetzt geht das bei uns auch los. Genau. Aber wegen Museen, in Amsterdam haben sie es mittlerweile so, dass du online dir einen Slot reservierst. Mhm. Voll geil. Mhm, ist Florenz auch so. Dass man nicht vorhin auf die Idee gekommen ist. Dass man wirklich erst ab einer gewissen Zeit, eben, kannst du nicht irgendwie 3 Jahre im Voraus, sondern ab einer gewissen Zeit kannst du einfach reservieren. Und dann hast du nicht mehr die elenden Wartezeiten. Und fürs Museum ist das super, weil sie wissen, wir sind voll. Ja. Da haben wir noch einen Spot frei. Und sonst hast du manchmal 3 Stunden Schlange und danach passiert auf einmal wieder nichts. Das ist gut gelöst, ja. Was hast du sonst noch gemacht? Eben, zum Lieblingsitaliener? Ich war in Florenz gewesen, einen Monat, im 17. Zum Italienisch lernen. Über das haben wir sicher im ersten Podcast geredet, könnt ihr hören, schauen. Was ist, wie vertieft man es von dem kann? In eine Sprachschule bin ich gegangen und habe auch sehr viele Songs geschrieben und mich mit mir selber beschäftigt und mit italienischem Wein und so. Und dann kann man sich auch gut mit sich selber beschäftigen. Ja, das passt gut zusammen, ja. Und diesmal ist wirklich einfach, bin ich wie einfach schnell 2 Wochen Toskana. Nicht mal ganz Ferien. Davon eine knappe Woche Florenz und eine knappe Woche ein bisschen mehr. Also, das ist echt noch geiler gewesen. Also, so im September am Meer sein, am Mittelmeer sein in Italien. Mhm. Und es hat einfach 0 Personen am Strand. Mhm. Weißt du, nicht so wenig. Es hat einfach niemand. Außer irgendwie mir. Und, das habe ich sehr geil gefunden. Einfach mal, also eigentlich bin ich gerne unter Leuten, aber das mal irgendwie zu erleben, wie ein anderer Vibe das auch kriegt. Mhm.
wie zum Beispiel auch Italien ist ja immer so an der Grenze zu komplett abgefuckt. Das ist ja geil, aber sie schaffen es immer so, um auf der Seite zu bleiben, wo es noch charmant ist. Yeah. Und wenn es natürlich wenig Leute hat, fällt dir das viel mehr auf. Also, ich meine, wenn so Zeltplätze gesehen, die sonst wahrscheinlich im Herbst voll sind, die einfach zu gewesen sind, dann ist schon recht dirty auch. So, auch in Toskana so ist recht dirty. Ja. Das ist ja sowieso etwas, wo ich auch so im Zug, wenn ich meine, viele Leute haben aufgehört, ÖV benutzen, ich benutze nach wie vor leidenschaftlich ÖV. Ja. Wie abgefuckt die Leute ich plötzlich gesehen im Zug. Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist. Einfach weil niemand anders mit dort ist, wo die abdeckt. Ja. Weißt du, so, dass du nicht siehst, dass irgendwelche Junkies im Zug konsumieren? Ja. Also, gut, das habe ich wirklich noch nie gesehen. Ich jetzt mehrmals. Wirklich? Und also denkt, wow, okay. Immer neue, gleiche Strecke. Neue Vibe. Nein, verschiedene Strecken. Ja, das, aber ich glaube, es hat wirklich auch damit zu tun, dass, merke ich in meinem Fall, gerade weil ja die kreative Arbeit für Comedy auch Einfluss von außen braucht, habe mit vielen Leuten darüber geredet, wie das dann halt gefällt hat die letzten Monate oder mittlerweile schon Jahr. Und dass, wenn du das dann wieder ein bisschen mehr hast, dass du das dann auch bewusster nochmal aufsuchst, sozusagen. Yeah. Das heisst, es hat sicher auch noch mit dem zu tun. Wahrscheinlich weniger Leute im ÖV, nur mehr abgefuckt. Oder immer noch die gleichen abgefuckt, aber weniger, die sie abdecken. Und du achtest ja noch mehr drauf. Yeah. Vielleicht hast du früher noch mehr irgendwie, keine Ahnung, an einer Songzeile rum studiert und jetzt hast du wirklich einfach direkt auf Junkie zugeschaut. Und ich bin auch das erzählen dir viele Leute, ich bin auch wahnsinnig emotional geworden. Ja. Yeah. Mich berührt alles unfassbar. Ja, das geht. Irgendwie, ich habe so das Gefühl, mein Herz ist so komplett offen und es geht alles direkt rein. Und dann, ja, also mich beschäftigt das natürlich immer, wenn ich Leute sehe, wo es nicht gut geht. Yeah. Irgendwie, ob das jetzt irgendwie Drogenkranke sind oder weiss, mich beschäftigt das eigentlich immer. Aber ich habe das Gefühl, es ist dann schon so gewesen, wow. Also es ist schon extrem emotional, so Sachen zu sehen, yeah. Komischerweise. Also irgendwie, mich hat das alles sehr, sehr gespürig gemacht. Ja. Was ich eigentlich etwas Schönes finde. Das habe ich, in der Schweiz habe ich das nicht. Ich glaube, dort ist mir wahrscheinlich also ein bisschen in seinen Strukturen drin, dass man es vielleicht eben gar nicht so bewusst wahrnimmt. Ich habe es immer in den USA gehabt. Wenn einfach wirklich mal in LA, wo gefühlt, die tolle Stadt und was weiß ich, wenn einfach mal an einer Ampel gestanden bist und dann hast du einfach mal ein bisschen rumgeschaut und denkst so, Jesus. Also weißt du, es wirkt nochmal ein anderes Level von Abgefucktheit, um bei dem Wort zu bleiben. Und noch besser ist gesehen San Diego, wo effektiv Tent City hat. Und das ist einfach nebst der Haupt so Touri-Promenade, wo aussieht wie, wenn der Europapark irgendwann noch die USA würde machen, so schöne kleine Häusle, tolle Bars und fällt nur irgendein Marschkapelle, so in dem Stil. Yeah, yeah. Alles wunderschön, yeah. Familie, alle gut aussehend, sind gerade in der Ferien. Yeah. Dann gehst du einmal um die Ecke und gehst nochmal um die Ecke und dann ist fucking Tent City. Und es ist einfach eine riesen lange Strasse, mehrere Kilometer, wo einfach nur homeless people in ihren, eben zum Teil Zelt, zum Teil nicht Zelt, einfach aufgestellt haben. Und selten kannst du wirklich einfach so von einem Ort gefühlt 50 Meter über in die andere Welt. Das ist so absurd. Und ich glaube, in der Schweiz vermischt sich sowieso ein bisschen mehr. Es ist nicht so extrem von der Masse her. Und es ist, wie du sagst, wahrscheinlich ab und zu noch abdeckt von ein paar anderen im ÖV normalerweise. Ja, voll. Aber das ist schon, eigentlich ist das auch krass. Oder das ist, glaub, ich bin nie in den USA gewesen, aber ich stelle mir vor, das ist auch das wird so vielen Orten geben in den USA. Also die halt etwas geht extrem in so eine Richtung oder extrem in so eine Richtung. Und bei uns ist halt alles immer, zum Glück, ich finde das echt noch etwas Schönes, ein bisschen vermischt und das Zeug mischt sich noch so ein bisschen. Also wir haben ja auch super reiche Arschlöcher und so, die sich abschirmen. Aber ich würde jetzt sagen, es ist immer noch so ein bisschen, in der Schweiz macht man dann eher noch ein bisschen auf Understatement im Verhältnis. Ja. Es hat sich auch ein bisschen geändert. Und durch das mischt sich es noch ein bisschen mehr, glaube ich, als ich mir das in den USA vorstelle. Aber ich bin nicht gewesen, ich weiß es nicht. Du bist ja immer wieder gewesen. Immer wieder. Deutschland ist aber auch sehr spannend in dem Punkt. Weil dort vermischt sich es auch, aber die Masse ist grösser. Das heisst dann wirklich halt, du bist in der schönen Altstadt und du siehst aber die unschöne Seite in der schönen Altstadt. Mhm. Und das ist an anderen Orten wird das eben so ein bisschen mehr segmentiert sozusagen. Ja, yeah, aber ich finde es komplett verdächtig. Ich finde, wenn du in eine Stadt kommst und es sieht alles schön aus,
Es ist wirklich komplett verdächtig. Yeah. Also ich bin extrem froh zum Beispiel, dass an der Europaallee, wo Zürich im Bahnhof wirklich so gebützelt ist und schön yeah. und so. Sieht aus wie die eine Stadt in Inception. Ja, genau. Yeah. Dass es dort immer Leute hat, die betteln. Ja. Also ich bin nicht froh, ich wünsche mir, sie müssten nicht betteln, aber yeah. ich finde irgendwie, das ist ein realistisches Stadtbild, alles andere ist einfach verdächtig. Du kannst nicht einfach nur geile Läden haben und alles ist voll pützelt und alles ist voll schön. Und auch dort gibt es Tendenzen, es gibt es in Zürich auch, dass alle Leute sehen auch scheisse gut aus. Die Leute sind alle gut angezogen, sind alle gut geil. Und ich bin extrem froh, dass dort der Typ ist, der immer tappelt auf beiden Füßen, weil er sein Nervensystem nicht mehr im Griff hat, wegen dem Gift, das er genommen hat. Ja. Ich finde das ist mega wichtig in einer Stadt. Man darf nie das Gefühl haben, die anderen Leute sind nicht rum. Das erdet auch extrem. So. Das ist wahrscheinlich, wie du sagst, mit den reichen Arschlöchern, die sich abschotten. Das ist ja die einzige Möglichkeit für die Menschen, das Gewissen abzustellen. Weil sie wissen ja eigentlich, was passiert und sind sich eigentlich sehr bewusst. Aber wenn du halt dann eben wirklich in so einer kleinen, perfekten Stadt bist, wo aussieht wie ein Filmset, und du das nicht jeden Tag siehst und du nicht Nachrichten schaust und was weiß ich, dann betrifft es dich eigentlich nicht, oder? In deinem Weltbild. Weil, das ist das, was ich das letzte Mal USA, ist mir gerade jetzt eingefallen, Orange County, OC, ist ja eine grosse Serie gewesen, oder? Wo wirklich die Schönen und Reichen sind. Und da habe ich einen Bericht gesehen am Fernsehen. Das ist so absurd. Dass sie ein grosses Problem haben mit Obdachlosen. Hm. Ja. Und das hat dort gerade so der tragischste Moment bis dahin verwünscht, weil dann ist zum ersten Mal ein Obdachloses gestorben in OC. Ja. Sind 3000 Obdachlose. Und das Einzige, was du dort hast, ist wirklich auf so Zürichberg, Villen mit Guesthaus, mit Riesengarten, mit nochmal mehr Guesthaus und so weiter und so fort. Und da hat es eine Motion gegeben, dass doch die Menschen könnten die Obdachlosen ein bisschen aufnehmen, in irgendeiner Art und Weise. Ihnen, sei es aber nur einen kleinen Gartenplatz zur Verfügung stellen, wo sie ihr Zelt können aufstellen oder vielleicht sogar eben eins von denen Guesthaus oder Poolhaus oder was weiß ich. Und das ist dann irgendwie mit, glaube 90% abgeschmettert worden. Und nachher sind sie dann aber vor der Kamera gestanden und haben erzählt, wie betroffen sie sind, dass jetzt jemand gestorben ist. Also weißt du, es ist so, einerseits probierst du eben komplett von dir wegzuschieben und andererseits musst du dann halt noch so tun, als wäre es jetzt schlimm gewesen für dich. Und ich glaube, es hat wirklich damit zu tun, dass in dem Moment du es probierst zu teilen. Wirklich, es hat nichts mit dir zu tun, oder? Ich versuche das um jeden Preis zu verhindern in meinem Leben. Abgestumpft sein, nicht mehr begreifen, was abgeht draussen, nicht mehr begreifen, wer die anderen sind. Ich finde irgendwie, wie der Bass gesagt hat, so, wenn das Leben nicht mehr wehtut, dann er singt dann ist na 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 na, aber es ist wieso, dann stimmt es einfach auch nicht. Also, ich bin froh, muss ich nicht in so einem Villenquartier wohnen. Ich glaube, es ist scheisse langweilig, man muss sich viel mit sich selber beschäftigen und zu viel wahrscheinlich mit sich selber beschäftigen. Und man kriegt das Bittersüße vom Leben irgendwie gar nicht mit. Ja. Und, ich glaube, wir beide haben das für eine Kunstform entschieden, wo wir gefeit sind davor, in einem Villenquartier zu landen. Außer die Schuhe von deinem Vater sind eines Tages so viel wert, dass du dir dann eine Villa damit kaufen. Aber eigentlich, ja, die haben mindestens 1200 wert mittlerweile, ja. Aber ich glaube, wir sind echt gefeit. Ich glaube, es haben wir gut eingefädelt. Ich glaube auch, dass das Entscheidende ist, mit dieser Kunstform, dass selbst wenn es einem irgendwann besser geht, dass man immer noch, also besser, eben nach irgendwelchen Statusdefinierungen, dass man trotzdem sich dann eben immer noch mit dem Rest beschäftigt. Und ich glaube, das ist das Entscheidende. der Jamie Foxx hat anscheinend in seiner Villa, wo er hat er ein absolut unfertiges Bruchbudenzimmer. Mhm. Und er immer sagt, ja, das mache ich dann noch. Einfach weil er nicht will, dass alles perfekt ist und er irgendwie den Bezug verliert zum Ganzen, oder? Mhm. So, um sich daran erinnern, wie es gesehen ist, als 20-Jähriger, wo
seine ganze, auch krass, seine ganze Wohnung so in einem Zimmer gesehen ist, oder? Ja, yeah, aber ich verstand es irgendwie ein bisschen. Also weißt, das hat ja zum Teil auch mit Prokrastinieren zu tun. Mhm. Grundsätzlich im Leben, mhm, oder? Wo, ich glaube, als Künstler der eh noch gern machst. Obwohl ich von dir gehört habe, du hättest wahnsinnig viele Songs geschrieben während der Pandemie. Stimmt, ja. Das hat mir der Baschi jedes Mal leicht mit knirschenden Zähnen gesagt. Jedes Mal, wenn ich mit ihm schwätze, jo, weißt du, ich bin halt nicht der Double, wo ich die 100 Songs schreibt während der Pandemie. Alter, ich habe keinen Song geschrieben. Alter, kein einziger. Scheiße. Ich bin halt nicht der Double, gell? Ja. Ja, aber hättest du das wirklich quasi animiert, um das zu machen, oder hast du das einfach mehr als Übung für dich gemacht, eben zum finden, ich muss ja noch irgendetwas machen? Ich kann es gar nicht genau sagen. Ich mache mich Sachen gar nicht so fest begründet, wenn ich sie nachher erzähle, dass sie gewesen sind. Yeah, wenn ich ganz ehrlich bin, es sind einfach, unsere Tour ist gecancelt worden, nach den ersten 3 Shows wegen Pandemie, und ich habe wie gesagt, okay, dann heisst das für mich jetzt, ich gehe allein in meine Wohnung, Atelier, und bin dort allein für ein Zeitchen. Was mache ich, damit mir die Decke nicht auf den Kopf geht? Yeah. Die Decke ist eh schon recht nieder. Yeah. Was mache ich, dass sie mir nicht auf den Kopf geht? Ich schreibe einfach jeden Tag einen Song, bis es wieder besser wird. Mm-hmm. Wir haben ja alle gemeint, nach 2 Monaten ist der Spass vorbei. Und haben mir aber auch gesagt, so religiös bin ich erzogen, am Sonntag habe ich frei. Mm-hmm. Und dann haben sie bis Nummer 5 annummeriert und haben auch Videos gemacht. Lustigerweise, beim Einsingen jeweils von dem Demo. Und dann bis Nummer 65 gemacht und dann habe ich aufgehört. Und habe sehr viel Scheiß geschrieben auch. Also, definierst Scheiß? Ja, zum Beispiel, ich bin Herd hinter dem Herd, ich bin Cooking. Stehe den ganzen Tag in der Küche. Schau den ganzen Tag in deinen Ausschnitt. Oh, zum Beispiel, wenn ich so im Kochen gewesen bin und so ein Trap-Beat gelaufen und ich stehe den ganzen Tag in der Küche. Bis jetzt gefällt es mir. Und der Aaron, unser Tourmanager, hat es hart abgeführt, das Demo zum Beispiel. Aber bei allen anderen war es so, ja, ist jetzt nicht das Geilste, was du je gemacht hast. Aber ja, ich meine, es ist huere schön, für mich eine mega schöne Erfahrung gewesen. Mhm. Kann ich jedem schreibenden Menschen empfehlen, was du ja auch bist, und du hast ja das ja schon ein bisschen erlebt, einfach müssen, regelmässig schreiben. Mhm. Und auch nicht keinen Qualitätsmaßstab haben. Ich habe nicht gewusst, ich schreibe ein neues Album. Ich habe nicht gewusst, ich schreibe ein neues Programm. Nicht. Yeah, yeah. Sondern es war einfach, ich gehe nicht ins Bett, bis ich nicht ein Lied geschrieben habe. Und das Lied ist nicht fertig. Das heisst, vielleicht eine Strophe und ein Refrain und auf dem Beat, sodass man es hören kann, schnell aufgenommen. Mhm. Und was ich festgestellt habe, ist, weil ich mir getraut habe, zum Scheiß schreiben, bin ich komplett unverkrampft worden in dem ganzen Ansatz und bin sehr gut geworden in kurzer Zeit. Also ich bin am Schluss von diesen 65 Tagen wirklich der bessere Songwriter gewesen als vorher, fix. 100%? Ja. Jetzt wäre ich wahrscheinlich wieder gleich schlecht wie am Anfang, aber die Übung, es ist wie, ich habe Training gehabt, ich bin mega Ding gewesen. Yeah. Und das ist noch eine geile Erfahrung gewesen für mich, zum keine Angst mehr haben vor Schreibblockaden. Mhm. Weil ich wie die Methode, glaube ich, habe für mich, wenn ich daraus rauskomme. Ja. Jetzt. Ja. Also nicht, ich habe keine gehabt, aber ich glaube, mit dieser Methode käme ich gut daraus raus, einfach zu sagen, hey, ich mache es jetzt einfach jeden Tag. Das könntest du ja auch länger machen. Du könntest ja sagen, ich mache es 3 Monate jeden Tag. Du kannst es einfach immer machen. Jerry Seinfeld schreibt anscheinend jeden Morgen 2 Stunden. Ja. Du kannst es immer machen. Wie in allem, wo man viel macht, wird man einfach unfassbar gut mit der Zeit. Yeah. Also, wir sind so die Wörter, ich beschäftige mich gerne lange mit Wörtern, wir sind die so zugeflogen mit der Zeit. Wörter, die ich sonst nicht brauche in meinen Liedern und Sachen. Es ist wie so, es hat sich irgendwie, es hat sich neu angefangen zu bewegen. Das Bewusstsein hat sich auch verstärken. Ja. Ja. Und, ja. Die spannende Frage finde ich immer, was machst du jetzt mit denen 65? Wie, wenn du sagst, nicht nur Gutes dabei. Ich frage mich immer, wo in der Kunst soll man selber zensieren? Weißt, was kommt raus, was kommt nicht raus? Was ist hörbar? Wie ist es hörbar? Wie ist es sichtbar? Erlebbar? Und ich denke immer so, also ich bin natürlich Opfer von dem, weil ich schon 5 Programme gemacht habe. Ich habe das Gefühl, lieber zu viel rauslassen als zu wenig. Mhm. Weil das Werk hat eh nicht so eine Bedeutung,
auf einer globalen Skala. Mhm. Sondern, also vor allem heutzutage irgendwie. Und ich denke dann auch, gell, dann gehe ich irgendwie, frag mich nicht, eine Picasso-Ausstellung schauen, von der blauen und der roten Periode. Für mich alles Dreck. Hat jetzt nichts mit dem zu tun, wo irgendwie mir könnte gefallen an Picasso. Aber spannend zum sehen. Die Frage wäre jetzt, hat er es selber released? Oder ist es nach seinem Tod released worden? Das müssen wir jetzt ja wie noch wissen. Ist released worden? Das ist geil, man. Einer der größten Maler ever released. Er hat ein paar Bilder dropped. auf der Art Market. Nein, hat er. Und erstaunlicherweise kein einziges verkauft. Ja, weil eben, also es ist logisch, wie es ein sehr depressiver Scheiß gewesen und so. Und das hätte jetzt einfach niemand daheim umhängen. Hat jetzt aber eine wahnsinnige Bedeutung. Natürlich wird es dann ausgeschlachtet. Irgendwie, ich habe mich recht gestört, aber irgendwie der Wand, wo so drauf gestanden ist. Er hat mittlerweile Bilder im Wert von, ich weiß doch auch nicht mehr, was, wie viele Millionen, Milliarden, umgesetzt, ja, also seine Bilder haben so und so viel Wert umgesetzt und das und in so und so vielen Museen. Ja. Aber logisch, es ist halt auf das Sensationalismus, wie nennt man das? Ja. Egal. Aber das finde ich zum Kotzen. Also das ist wie in dieser Doku über Spotify, wo ja fast alle Menschen geschaut haben, offensichtlich, wird mir viel darauf angesprochen. Ja, ich nicht. So eine Art Doku, wo am Schluss ein Typ sagt, für mich der entscheidende Satz sagt, es kann doch nicht sein, dass Zahlen das Einzige sind, wo uns noch bleiben, um die Qualität von Kunst zu beurteilen. Mhm. Und das finde ich einen wunderschönen Satz, weil es einfach so ist, fuck, scheiß auf Zahlen. Yeah. Also scheiß, eben, ich meine, wir haben eine neue Single rausgegeben, wenn es mir wieder gut geht, kannst du in Echtzeit, die erste Woche, in Echtzeit live Spotify schauen, wie viele Leute es hören. Mhm. Sagt das etwas aus über die Bedeutung vom Song? Nein. Mhm. Wirklich nicht. Yeah. Es sagt gar nichts aus, oder? Yeah. Natürlich, wenn du langfristig höhere Zahlen heisst, dass das dass viele Leute interessiert oder in eine Playlist gekommen ist, aber das, also Qualität, eben, ich meine, die Werke, wo ich dann irgendwie in der Uffizie in Florenz kann anschauen von diesen Künstlern, die gemalt worden sind, die Künstler sind meistens von Mäzenen irgendwie supported gewesen. Und die haben das ja gemacht, die haben das nicht mal müssen verkaufen. Und es hat trotzdem für mich eine Faszination. Und für mich ich bin sicher, das Da Vinci-Bild würde dich und mich, wenn wir es von Nähem anschauen, faszinieren, egal ob es Millionen wert wäre oder nicht. Mhm. Einfach, weil es etwas mit einem macht. Mhm. Und ich finde, das muss die viel stärkere Bewertung sein, bleiben. Absolut. Von Kunst. Was macht es mit dir? Absolut. Nicht, wie viele Tickets hast du verkauft, sondern was macht es mit den Leuten? Was löst in den Leuten aus? Was passiert mit den Leuten? Wie das andere ist einfach, das macht uns am Schluss, machen uns die ganzen Algorithmen, die das für uns steuern, machen uns selber zu Robotern am Schluss. Wo gehen wir schauen, wie viele Klicks hat jemand anders auf dem Song? Der Sido postet jede Woche, dass er der meistgestreamte Rapper ist in Deutschland. Fick dich, ist mir scheißegal. Ist mir doch scheißegal. Ich finde einfach, die neue Sound finde ich einfach Schrott. Es berührt mich nicht. Yeah. Weißt du? Yeah. Wenn du der meistgestreamte Rapper bist, okay, aber es berührt mich nicht. Mhm. Und ich finde, das darf eben darum, das innere Picasso-Ausstellung steht, wie viel Wert seine Bilder haben. Ich meine, das ist absurd. Eben, aber das ist natürlich, weil frag mich nicht, irgendein PR-Beroterin, Social Media beauftragt oder was auch. Also wenn wir dann die Ausstellung machen, dann müssen wir noch irgendetwas an die Wand klatschen, oder? Zum eben quasi noch wichtiger zu machen, was der Picasso für ein Künstler gesehen ist. Aber was ich eben dort gemerkt habe, ist, er hat das Zeug selber dropped und released. Es hat niemand zu wählen. Und trotzdem gibt es jetzt natürlich eine Ausstellung darüber, wo irgendjemand auch ein bisschen Geld damit verdient. Und du gehst es anschauen und du siehst die Entwicklung. Das finde ich ja immer spannend. Du siehst, wie, vielleicht interessiert mich das auch viel mehr von einer künstlerischen Sicht, aber du siehst, wie jemand den Weg nebeneinander gemacht hat. Darum habe ich mein erstes Solo zum Beispiel online. Nicht, dass ich das jetzt sensationell fand und würde sagen, das ist das geilste Werk von mir. Ja. Ja. Aber dass du eine Entwicklung siehst, dass auch wenn irgendjemand zu mir kommt und sagt, hey, ich will vielleicht eine Comedy machen, oder so, sag, fang mal an, weil Glück. Bei mir hat es mal so ausgesehen, jetzt sieht es so aus und es wird irgendwann wieder anders aussehen. Und das
in dem Fall denke ich mir so, 65 Songs. Auch wenn du sagst, ein paar Sachen sind short. Ich hätte jetzt nie mehr zurückgefunden zum Thema. Aber jetzt, während du den Satz gesagt hast, das haben wir eigentlich geredet am Anfang. Hure geil. Solltest du etwas mit Moderation machen. 65 Songs. Ja. Released mit dir oder released mit dir nicht? Hättest du mir es in dem Moment releasen? Hey, was ich ein extrem spannendes Kunstprojekt gefunden hätte. Aber für das habe ich die Eier dann gleich nicht gehabt. Wäre gewesen, komm ich halt die 65 so, wie sie jetzt sind, raus. Genau. Mit Namen, hinten dran, ich lasse mir eine Demo. Yeah. Direkt so raus und schaue, was passiert. Ja. Yeah. Und habe ich die Eier nicht gehabt, slash, hat man auch gemerkt, das hat wahrscheinlich ein paar Meisterwerke darunter. Oh. Sagen mir andere, also wie die meine eigenen Sachen behaupte. Andere sind zu mir gekommen und gesagt, wow, das sind schon zwei, drei Sachen, das sind schon sehr, sehr geil. Yeah. Lass doch mal ausproduzieren, vielleicht gibt es ja ein Album. Und dann hat man halt, ist man wieder in den Prozess hineingegangen, dann mit dem Material. Yeah. Aber letztes Jahr habe ich zum Arzt gesagt, ich glaube, wir könnten jetzt wieder anfangen, ein neues Album machen, nur mit und hätte nur den Pot von Demos von alten Sessions und würde sicher auch geile Songs finden, weil ich bin schon jemand, der sehr viel schafft und sehr gerne schreibt und sehr viel schreibt. Yeah. Und ich finde, das ist überhaupt nicht auszuschliessen. Also ich meine, jetzt irgendwie für immer auf die von Dan Tochsner ist ein alter Song gewesen, wo er aufgewärmt hat, also wo er früher geschrieben hat und noch fertig gemacht hat. Oder jetzt unsere neue Single, wenn es mir wieder gut geht, ist einer der einzigen, der nicht in dieser Zeit entstanden ist, sondern der älter ist. Okay. Der ist ein paar Jahre alt, eigentlich. Yeah. Der Refrain. Und man hat dann Videos wieder geführt genommen, eben aus einer alten Session. Also, das passiert. Und das finde ich extrem spannend. Also, das Recycle von altem Zeug in einer neuen Lebenswelt, weißt du, auch wieder das in Verbindung stellen. Yeah. Und ich glaube, Menschen wären einfach auch überfordert mit der schieren Masse von, also, wenn jetzt jedes von meinen Demos wieder released werden. Und der Pharrell Williams hat gesagt, es ist einfach 1:10. Also du brauchst für 10 gute Songs, musst einfach musst 100 Demos haben. Yeah. Und das sind jetzt nicht ganz gewesen, aber ja, er übertreibt natürlich auch. Wobei, also sagst du auch in der Comedy, du sagst irgendwie aus 100 Ideen hast 10 gute und aus denen hast du dann eine, die es wirklich nicht mehr anbringt. Mm. So, oder? Aber ich glaube, es wär spannend als auch, dass die Leute das Bild, ich weiß nicht, ob das die Leute interessiert, aber vielleicht interessiert es die Leute, wer ich bin und was ich mache. Mhm. Und um das Bild komplettieren. Das meine ich aber. Das wäre sehr interessant. Also es hat zum Beispiel einen Song gehabt, der heisst Ratte als Haustier. Und es war ein extrem düsterer Song gewesen, wo ich beschreibe, wie ich eine Ratte habe als Haustier. Wo mich immer anschaut und echt wartet, bis sie frisst sich schon alles auf und wartet, bis sie mich auch noch fressen am Schluss. Wo ich so eine Depression beschreibt halt durch ein Haustier. Und ich glaube, Gianluca zum Beispiel, unser Musical Director, er hat den Song extrem gefeiert und so gesagt, hey, das würde jetzt genau das Bild halt komplettieren von dir. Was nicht nur um happy, also ich bin eh nicht nur happy, aber ich kann offensichtlich poppige Melodien schreiben, wo sich leicht anfühlen. Yeah. Und das wäre das pure Gegenteil. Aber man kann dann, wenn es dann irgendeinem Menschen eines Tages interessiert, kann man den Ratten als Haustier noch releasen. Das ist eben die Folge. Weißt du, wenn du mir vorhin fragst, hat Picasso das Zeug selber released, oder? Denke ich so, inwiefern gehört Kunst nur Künstlerinnen und Künstler? Im Sinn von, eben, man macht etwas nur für sich und entscheidet selber, was in der Öffentlichkeit geht und inwiefern ist denn im öffentlichen Interesse? Hat jetzt gerade so eine Geschichte gegeben vom, wie heißt der, John Steinbeck. Großartiger Schriftsteller gesehen. Anscheinend gibt es von ihm ein unveröffentlichtes Manuskript von irgendeiner, jetzt weiß ich gar nicht mehr. Kannst du das schnell nachschauen, Christoph? Ich glaube, irgendein Alien-Roman oder irgend sowas. Also weißt du, es tönt recht schrottig, so, oder? Und dann denkst du, ist einer der größten kritisch hochgelobten Autoren, hat er vielleicht auch mal Scheiß geschrieben. Und jetzt ist irgendwie so ein bisschen Kampf drum, dass irgendwie die Idee ist, dass man das irgendwie released, ja, und ein paar Leute sagen, nein, das soll man auf keinen Fall. Und da wäre ich, glaube der Erste, der sicher mal würde ein paar Seiten von dem reinziehen, weil ich es einfach spannend finde, weil
offensichtlich, eben von 110, 1, was auch immer, offensichtlich kann nicht nur Sensation immer rauskommen. Und ich glaube, das hat auch etwas Positives und Motivierendes. Dass die Leute so oft sich selber kaputt machen, weil es nicht gerade schon so ist, wie sie sich vorstellen. Merke ich bei der Comedy extrem schnell, dass du natürlich schon sehr früh ein gewisses, haben wir sich auch schon besprochen in dem Podcast, aber dass du schon sehr früh ein gewisses Level an Geschmack hast und an Anspruch, wie es soll sein, du aber halt noch nicht Tools hast und Fähigkeiten, das dort anzubringen. Und dass du durch das dann so frustriert bist und vielleicht wieder aufhörst wegen dem. Und ich glaube, in der Musik ist es genau das Gleiche. Dass einfach, hast du mal einen geilen Song geschrieben, dann findest du, wow, jetzt schreibe ich 20 weitere. Und dann nachher zeigst du mal die ersten 5 und dann heisst es, der ist geil, der jetzt nicht so. Ja. Und dass man das dann bei sich, wie will man sagen, dass man sich dann bewusst ist, dass das Teil vom Prozess ist. Ich habe jetzt etwas gefunden vom John Steinbeck, ich kann es leider nicht auf den Schirm geben, aber er hat mal ein Werwolf-Mysterium veröffentlicht. Werwolf-Geschichte und das hat Vollmondmord geheissen und alle Verleger haben das abgelehnt, 1930. Siehst aber vielleicht ist es mega geil, vielleicht ist es die ultimative Werwolf-Geschichte ever. Nein, aber eben geht ja mehr um den Punkt. Geht mehr um den Punkt vom Weg, oder? Wie fest gehört das Weg dir und wie fest gehört das Weg dann anderen Menschen? Ich würde mich nie so ernst nehmen, yeah, dass ich würde sagen, das Werk ist bei mir und niemand darf etwas und so und alles. Plus, also bei mir kommt sowieso dazu, wenn es mich nicht mehr gibt, wäre es mir scheißegal, logischerweise. Also wir können dann, auch wenn wir dann, selbst wenn wir dann mit allen schrottigen Demos, die ich gemacht habe, mein Erbe ein bisschen kaputt machen, ich bin ja nicht mehr da. Mhm. Also es interessiert mich ja, solange ich einen Ruf zu verlieren habe, wo macht, dass ich vor Leuten stehen und Konzert spielen darf. Mhm. Und der Ruf als ein einigermaßen anständiger Songwriter, den möchte ich nicht verlieren. Yeah. Aber ja, also eigentlich wäre es ein geiles Projekt, ich würde es gerne mal machen. Ich fände auch, was ich auch sehr interessant fände, wäre jetzt zum Beispiel, wenn man das nächste Album rausbringt, dann wie 4-5 Monate später sagen, hey, und jetzt können wir noch Demos, jetzt releasen wir einfach noch Demos, wirklich V1. Voll geil. Also ja, einfach wirklich unbearbeitet, was als erstes da war von dem Song, oder? Da wäre es jetzt irgendwie, wenn es mir wieder gut geht, wäre es ein Refrain über einen von Splice geklauten Beat, so, oder? Und das wäre, glaube ich, interessant für Freaks. Ja. Yeah. Und dann gibt es auch Songs, die einfach nie mehr so intens sind wie beim Demo. Ja. Yeah. Ich glaube, das wäre auch fürs Publikum interessant. Wobei wir jetzt beim jetzigen Arbeiten wirklich darauf achten, dass wir sehr intens bleiben und sehr nah bei meinen Demos bleiben. Und wenn gewisse Demo-Stimmen haben wir drin gelassen auf Songs und so weiter. Also es ist schon, wir haben auch gelernt aus Perfektionswahn von zum Beispiel am letzten Album. Einfach zu sagen, hey, es ist noch geil, wenn es ein bisschen ungeschliffener ist und ein bisschen rougher und ja, logisch. Am Mann auch mal die Stimme bricht vor Verzweiflung. Ja. Ich glaube, das macht's ja auch aus, wenn du überlegst, wie früher noch auf irgendwie 4 Spuren oder 8 Spuren ein Song durchgespielt worden ist. Und wenn Take 9 halbwegs gesessen ist, hat man gesagt, nehmen wir. Je nach Budget, vielleicht ist es schon Take 3 gewesen. Aber Jungs, was denn so in der Nacht, als wir Studios gemietet haben, genau, weil es günstiger gewesen ist und das und das. Also ich habe jetzt komischerweise natürlich an Beatles gedacht, aber auch sonst. Irgendwann habe ich mal eine Studie gelesen, dass der Mensch gar nicht gut auf Perfektion reagiert. Das heißt, wenn du zum Beispiel einen Drumcomputer produzierst, der immer genau auf den gleichen Nanosekunden-Teil macht, dass das weniger gut ins Hirn hineingeht, als wenn es die leichte menschliche Imperfektion hat. Denkst du, DJ Anton weiß das, oder? Loop! Boop, boop. Kennst du das Video? Ja, es gibt ja jene von denen. Ich liebe dich. Da will man mal einladen. DJ Anton muss unbedingt kommen. Unbedingt, ja.
Herr Konrad ist ja auch eine Legende, nur schon, weil er im SRF 3 bei seinen 10 Lieblingssongs, wo man ja dann auch vorbeigehen im SRF 3.ch als Schweizer Künstler. Wie viel hat er von sich selbst? 10 von seinen Lieblingsschweizer Songs. Wie viel hat er von sich selbst und gemacht? Er hat 2 oder 3 eigene mitgebracht. Und es gibt, glaube ich, keinen anderen Künstler ever, der sich getraut hat, zum Herrenstehen und zu sagen, im Fall von den 10 besten Schweizer, oder meine 10 liebsten Schweizer Songs, yeah. Das sind nicht mal die besten, es geht nicht um Qualität, sondern die 10 liebsten. Yeah. Wahrscheinlich, wenn Künstler sehr ehrlich wären, würde wahrscheinlich noch Menge sagen, ja, wenn es wirklich um die Liebsten geht, weißt du, jetzt so, mein Ohr zum Beispiel, habe ich so gerne bekommen über die Jahre. Yeah. Irgendwie, wäre ich schon einer von meinen Liebsten. Ich höre ihn zwar nie, aber so, auf jeden Fall, er hat 2, 3 eigene mitgenommen und hat gefunden, hey, ja, los. Das ist doch schon grossartig. Ja, aber also klar, elektronische Musik ist dann nochmal ein bisschen etwas anderes, aber dort fühlen sie... Nein, natürlich, es ist... Dort fühlen sie immer wie mehr an mit so... Also gut, fühlen sie ja Breakbeats sind ja schon seit Ewigkeiten geil. Ja. Aber ich glaube, das macht es aus und ich glaube, das wird gern in der heutigen Zeit ein bisschen vergessen, wenn eben Sachen so einfach reinproduziert werden, bis zum geht nicht mehr. Das Feeling, wo der Song vielleicht einmal gehabt hat, muss irgendwann auch noch transportiert werden. Mhm. Und ich glaube, gerade bei dir spüre ich das immer extrem. Es hat mal Dings gegeben, wie das geheißen? Freestyle Challenge. Mhm. Weißt du das noch? Mhm. Habe ich riesig gefunden. Da haben irgendwelche Leute, dort ist Facebook noch in gesehen, haben sie irgendwelche Rapper. Freestyle-Nomination hat es geheißen. Oder Nomination. Dort hat mir die ganze Challenges gemacht. Du hast immer irgendwie 3 Leute müssen nominieren und dann hast du. Ice Bucket. Genau, Ice Bucket. Und du hast selber auch etwas müssen machen. Nämlich das. So. Und dann bist du irgendwie nominiert worden und dann bist du einfach an deine Orgel gesessen und hast irgendetwas reingespielt und hast dort auf Freestyle. Und das ist so pur gesehen. Mhm. Ich habe das unbedingt wollen. Als MP3. Da habe ich mir das irgendwie ganz schlecht habe ich mir das angezogen mit dieser schlechten Qualität und habe es in meiner Datenbank. Ja. In meiner Musikdatenbank. Geil, vielleicht hätte ich es noch besser, aber ich kann das nicht versprechen. Ja, da kämpfen wir natürlich die ganze Zeit. Also je älter ich werde und vor allem je länger ich dabei bin in dieser Branche, desto mehr getraue mich halt auch, zum wirklich Eier auf den Tisch legen und auch einfach sagen, ich habe das einfach so wollen. Mhm. Ich habe das so wollen. Mhm. Ich fühle es so, ich finde es so geil. Und das muss im Extremfall, muss ich das gegenüber dem Arzt, gegenüber dem Gianluca, gegenüber dem Management, gegenüber einer Plattenfirma machen. Also es sind sehr viele Leute, wo ich, wie muss sagen, oder sogar gegenüber dem Mischer auch noch, hat es auch schon gegeben. Also all die Leute sagen, ich habe das einfach so wollen. Mhm. Und damals hat sich so irgendwie umgekehrt, lustigerweise, an dem Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, hey, lass uns einfach, oder wir haben das gemeinsam beschlossen, lass uns so nah bei den Demos bleiben, wie es möglich ist, von der Emotion. Jetzt ist es so gewesen, dass alle eigentlich mich noch supportet haben in dem Extremen. Mhm. Also das ist jetzt irgendwie der Mischer, der dann findet, du hast doch gesagt, dir ist Chor hure wichtig jetzt, oder für die Demos ist Chor hure wichtig gewesen. Aha. Jetzt lassen wir den Chor so laut, wie wenn es mir wieder gut geht, und machen den nicht. Yeah. So leislich, wie er auf einer normalen Popnummer wäre, wo am Radio läuft, sondern wir lassen so laut, weil du hast gesagt, das ist dir wichtig. Aha. Also es ist wie so, dann hat sich die ganze Kette hat wie geswitcht. Ja. Und alle haben mich supportet irgendwie in der Kunst. Also ja. Wir reden da irgendwie dann gleich von Kunst. Und das war ein sehr schönes Erlebnis gewesen. Ich habe sehr wenig Widerstand gehabt. Und die Frage ist jetzt einfach, sind die anderen müde, mich zu kritisieren? Oder und sagen einfach, ah, jetzt schießt es mir langsam, ich habe keine Lust mehr, immer mit ihm streiten. Oder, was meine Hoffnung ist, wir haben vielleicht wirklich etwas Gutes gemacht. Ja, Hobbypsychologe sagt jetzt, ich habe das Gefühl, es ist, weil man auf einmal ein gemeinsames Ziel hat. Bis dahin, du ein Einzelkämpfer gesehen bist, wo du gesagt, ich will das so. Mhm. Und die anderen dann sagen, ja, aber per Definition vielleicht nicht so gut, vor allem wir sind ja etwa 5, die sagen, es sollte so sein. Du allein, nur weil du das willst. Und wenn dann aber auf einmal das gemeinsame Ziel genannt wird, lass uns so noch wie möglich bei den Demos bleiben, dann sind auf einmal klare Beschränkungen da, auch für die Kreativität. Ja. Das ist unser Ziel, also wir müssen auf das anschaffen. Und ich glaube, meiner Meinung nach ist es auch ein bisschen das. Also wahrscheinlich, ja. Nicht nur Müdigkeit.
Nein, ich habe ja nach wie vor die Hoffnung, dass es die Qualität ist, die sie überzeugt hat. Ja, klar. Von den Songs. Aber vielleicht ist es auch nicht so. Aber es ist auf jeden Fall... ich könnte es viel geiler machen, aber komm, lass uns das Thema. Schon gut. Wir können es schon viel geiler machen. Ja. Es ist schon recht grusig eigentlich. Aber scheiß drauf. Er muss jetzt den Chef raushängen, einmal in seiner Karriere. Vielleicht, hey, vielleicht, man weiß es übrigens nicht. Dann kannst du immer wieder mal hingehen. Wie heißt die Band? Wer ist der Tabu von Tabu Fantastic? Sag noch mal, wie die Band heißt. Mit der Sonnenbrille drin, auch wenn es pisst. Ja, das ist so ist das jetzt irgendwie gewesen. Interessant. Ich habe sehr viel Liebe wieder gefunden zu der Musik. Mhm. Ich habe auch im ganzen Albumprozess von Schlaf aus mich wahrscheinlich verkrampft, weil mein einziges Ziel war, ist, mich nicht zu verkrampfen. Mhm. Das ist der klassische, ja, du hast einen Baum auf der Skipiste und fährst rein, weil du dich so konzentrierst, dass du nicht reinfährst. Ja, also ja, der kleine Bub, du, als Erwachsener passiert es eher nicht mehr, aber mit einem kleinen Bub sollst du einfach nicht im Baum reinfahren, gell? Ja, ja. Boom. Und, sie ist ein richtiger an. Und wahrscheinlich ist das ein bisschen passiert bei Schlafhaus. Also ich mag das Album sehr, es geht nicht um das, aber ich habe jetzt einmal in dieser neuen Produktion mich so leicht gefühlt und so frei und so easy. Mhm. Also es war alles sehr easy gewesen. Wo ich und auch so verspielt und einen Moment machen wir Sachen, wo einfach, es ist so geil, es ist so, einer kommt noch mit dem iPad, macht etwas, nein, es ist auch nicht mehr so, ey, es muss jetzt gerade der grösste Wurf sein, den es je gegeben hat, weil wenn du das willst machen, das wissen wir beide, dann machst du ihn sicher nicht, den grössten Wurf, sondern, und das ist sehr entspannt. Mhm. Viel Freude wieder. Beim Album, also beim letzten Schlaf aus haben wir das letzte Mal im Podcast sehr deutlich besprochen, wie die Releases auf 3 Monate timed haben, immer 3 Songs, so Mini-EPs, wo am Schluss dann ein ganzes Album gehen und dann kommt Tour. Und im Normalfall hast du ja, so wie ich das aus der Ferne kann beobachten in der Musik, hast du immer sehr deutlich neue Musik, hinter dran kommt Tour. Immer so in so einem gemütlichen paar Monats Abstand, dass die Leute schon ein bisschen die neuen Songs kennen, noch nicht zu tot gelost haben, dass das irgendwie auch ein frisches Erlebnis gibt. Und manchmal frage ich mich vor allem heutzutage, weil das Musikbusiness ja sehr auf live mittlerweile funktioniert, außer du kannst deine Millionen Streams holen. Loop! wird eigentlich die Musik für live gemacht? Zumindest released. Meinst du jetzt in der Art, wie sie gemacht wird? Nein, sondern vom Release-Rhythmus. Vom Release-Rhythmus her. Ja, also bis vor einem guten Jahr ist es sicher so gewesen, ja. Jetzt geht's dann alle ein bisschen verwirrt. Genau. Aber ich glaube schon, dass man sehr auf das geachtet hat, ja. Und ich glaube, irgendwie schaffst du ja auch ein bisschen auf das an. Du weißt ja, also dann... Und Absurdum geführt haben das ja dann so Bützerbuben, die eigentlich nur noch ein Album machen, um können den letzten Grund füllen, weil sie wollen den letzten Grund füllen, weil sogar so eine Band wie Hecht sie ja mittlerweile schafft, um das Hallenstadion zu füllen. Ja. Das war wahrscheinlich ihre Optik. Sie haben wir werden grösser. Wie schaffen wir das? Wir müssen das Album machen. Ja. Also muss irgendeine Berechtigung geben für das Konzert. Das ist die Frage. Braucht es überhaupt, gerade bei den Bierzerbuben, hat es das Album überhaupt gebraucht? Hättest du nicht können sagen? Für mich nicht. Göller und Traufer, sie nennen sich Bierzerbuben, machen zusammen eine große Show, beschwaren dort der Traufer noch ein bisschen hinter dran mit Gitarre. Oder keine Ahnung, weißt du? Nein, ich glaube, es hat es nicht gebraucht. Nein, glaube ich auch nicht. Aber ich glaube, bei dir zum Beispiel, das Schlaf aus, ist klar definiert gesehen. Was ist gesehen? 6. 7. Februar ist dann endlich das ganze Album draussen. Die Songs sind aber schon bevor zum Teil released worden. Das heißt, nachdem die Songs geschrieben hast und nachdem sie produziert worden sind, ist ja in der Planung wirklich alles auf die Tour gegangen. Oder? Und dann, wie bei allen logischerweise, die Tour fällt ins Wasser. Das heißt, das Album hat am Schluss, wenn du dann irgendwie in 10 Jahren, 15 Jahren zurückschaust, hat dann so eine völlig einzigartige Stellung von allen Alben, weil es ist das einzige Album, wo nicht... Hoffen wir es, ja. Von Natur begleitet worden ist. Ja. Ist doch das für dich nicht fertig, oder hast du dann
umso mehr wie schon abgeschlossen, weil eben jetzt sind wir ja schon am Neuen da und du hast so viele Songs in der Pandemie geschrieben und ja gut, ich tue sehr gern anfangen Sachen. Das kenne ich. Immer noch. Das hat sich auch noch nicht geändert. Abschlüsse kann ich mittlerweile besser, aber bin immer noch nicht Meisterin. Aber anfangen tue ich sehr gerne. Yeah. So Zeug anreissen und planen. Und, yeah. Für mich ist dann so, mich hat es den zweiten Tag angeschissen, dass die Tour vorbei ist. Und vor allem, wie mir auch noch gemeint hat, es sei verschoben zuerst. Man hätte ja nicht gewusst, dass es dann wieder abgeht. Yeah. Und dann bin ich wieder aufgestanden und gesagt, so, jetzt machen wir etwas Neues. Und ja, das ist... Ich traue in dem Sinn, natürlich traue ich der Tour nach, ich traue jedem Konzert nach, wo wir nicht spielen können. Wir hatten eine geile Festivaltour gehabt. Aber was ich vor allem nach traue, ist eigentlich, dass das Album durch das irgendwie unter seinem Wert verkauft worden ist. In der Wahrnehmung von den Leuten, aber vielleicht eben auch von mir selber, wie du es richtig sagst. Dass man wie so sagt, ja, das Album ist irgendwie, das ist jetzt halt nicht so gut da wie die anderen. Was einfach auch daran liegt, dass die am Heiteren und am Gampel und Moon and Stars, wo wir überall gespielt hätten, nicht gehört haben live und gar nicht können Freundschaft schliessen mit dem Werk. Durch das wird es schon einen Sonderstatus behalten, ja. Glaube ich. Ja, aber es ist natürlich auch für mich, ich glaube, der Sonderstatus vom Album ist mehr. Es war das erste Album, das wir machen mussten, mit dem neuen Status als eine der bekanntesten Mundart-Bands in der Schweiz. Also es ist wie, vorher war halt Drinks und auf Drinks war Angelina. Das heisst, Drinks haben wir wie noch machen können, ohne den Stempel und ohne auch eine Produktion mitzufahren, wo ich weiss, okay, ich muss so und so vielen Leuten auch das können finanzieren und so weiter. Also es war wie das erste Album, das entstanden ist unter dem Druck. Und ich habe, glaube einfach, wie alle Sachen im Leben, die man zum ersten Mal macht, ich habe keine Ahnung, wie es geht, mit dem Druck irgendwie zu handeln. Und ich finde, für das haben wir es sehr gut gemacht, den Druck zu handeln. Wenn zum Beispiel nicht den Fehler gemacht, weil eine neue Angelina zu schreiben. Wie früher so bei Erotic. Der erste Hit war Fred Come to Bed. Und zweite Hit Fritz Love My Tits. Dann, oh shit, das Konzept geht sicher noch das dritte Mal auf. Ich weiß nicht, wie der dritte Song, aber auch so. Also das wäre ja, ich hätte können Rosmarie machen als nächsten Song oder Rosmarie hat den Polo schon gemacht. Aber du weißt, was ich meine. Es hätte können auf dem Sommergroove Frauensongs. Paulina. Ja, Paulina, ja, zum Beispiel. Auf dem Leichtfüßigen hätte man können durchziehen. Und das haben wir nicht will und nicht gemacht. Und das finde ich cool. Aber ich glaube, wir sind sehr perfektionistisch an das Album her, wir müssen es wirklich richtig gut machen. Ja. Das wird der Sonderstatus sein, glaube ich, wo das Album hat. Und der wird für mich im Nachhinein mehr, der wird schwerer tragen, als der, dass wir es nicht können live spielen können. Weil wir ja ein bisschen gespielt haben schon live, ich meine, dadurch, dass wir es im Voraus released haben mit EPs, haben wir doch ein Festivalsommer haben wir gehabt und wir haben irgendwie Plaza Zürich können spielen, wir haben Müller-Hunzig können spielen, also wir haben ein bisschen gespielt haben wir. Und haben dann noch völlig ekstatische Auftritte gehabt, eine Woche vor Pandemiebeginn im Salzhaus in Winterthur, wo auch zur Tour gehört hat. Wo die Leute so etwas noch gar nicht erlebt in meiner Karriere. Also Sodom und Gomorra, aber im besten Sinn. Dort ist natürlich die Pandemie schon leicht spürbar gesehen. Ja, es ist fest, also wir haben die ganze Woche geprobt im Salzhaus und jeden Tag sind neue News gekommen. Genau. Und wir haben nicht gewusst, können wir spielen, können wir nicht spielen, können wir spielen. Ja. So. Und ja. das ist auch bis meine Erfahrung gesehen. Ich hab beides gehabt. Ich habe auf meinem Solo-Türli, ich glaube die letzten zwei, nein, nicht die letzten zwei, aber in den letzten fünf war alles schon recht spürbar gewesen. Und da hast du wirklich entweder oder gehabt. Sprich, zum Glück eigentlich immer entweder. Was die ganze Tour schon gesehen ist, es hat mich so überrascht, dass ich jedes Mal habe ich dem Cenk gesagt, hey, wieder eine gute. Irgendwann kommt die schlechte. Ich weiß nicht wann, aber weißt, es ist wirklich bis jetzt alles super. Und dann ist die eine Show gesehen, wo wirklich eben schon ganz viel News, aber es ist noch kein Lockdown oder was weiß ich, aber gewisse Veranstaltungsgrösse ist schon verboten und Sachen schon abgesagt und so. Und an dem Tag hat es gefühlt
10 Grad gehabt, vielleicht auch nur 8, und es hat pisst wie Sau. Wirklich so absolute Weltuntergangsstimmung. Und so ist es gesehen. Also wirklich, die Leute sind eine Comedy-Show schauen, ja, wo damals noch viel gut Comedian geheißen hat. So. Die sind oft, ein paar haben Tickets zurückgegeben und so. Das heisst, schlussendlich etwa 60 sind, glaube ich, gekommen. Und die sind wirklich einfach so, oh, Scheiße, jetzt müssen wir da Comedy schauen. Es ist wirklich so gesehen, das Feeling, ja. Aber nichtsdestotrotz, auch dort die grosse Erkenntnis, das ist auch jetzt mein Feeling gesehen. Weil ich am nächsten Tag habe ich eines der schönsten Mails von meinem Leben gekriegt, wo mit dieser Show zusammengehängt hat. Das heisst, auch dort eben, das Entweder-Oder, ist eben zu meiner Erfahrung gesehen, hauptsächlich sind Menschen einfach schon gesehen, vielleicht haben sie es nicht immer so können zeigen, aber sie haben gesehen, hey, das genießen wir jetzt noch, solange wir können. Niemand hat gedacht, dass man so lange nicht mehr kann und dass es wirklich irgendwann zu einem Punkt kommt, wo, ich glaube, in dem sind wir jetzt ein bisschen, wo die Menschen das zuerst wieder lernen müssen. Hey, ja. Was ich mich auch frage, ist, welches Programm spielst du jetzt, wenn du wieder spielst? Du hast die Premiere gesehen von meinem neuen. Eben, aber das ist ja etwa die einzige Show gewesen, die Premiere. Oder ist es gewesen? Also ich habe sehr genossen, ins Theater können dann. Das ist ja gerade so. Es ist auch wieder. Bevor wieder alles vorbei ist. Ich habe das sehr genossen und haben sie auch ein tolles Programm gefunden. Aber das spielst du jetzt, also du... Das wird jetzt spielen. Das wirst jetzt spielen, ja. Okay. Weil eben, das ist immer noch ein neues Programm. Mhm. Und also es ist für mich jetzt sogar zu dem Punkt, dass ich werde jetzt im Juli werde ich nochmal spielen, einmal, und dann ab Oktober wieder. Das heisst, für mich, gefühlt werden es nochmal zwei Premiere. Mhm. Weil so kein Spielfluss umgesehen und so viel explizit für das Programm erarbeitet worden ist. Ich habe so 20 Minuten, wo ich immer rausballern kann, egal wo, egal wenn. Und alles andere, gerade bei diesem Programm, du hast es ja gesehen, baut sehr aufeinander auf. Ist eigentlich wie ein Film, oder? Wo irgendwie am Schluss auch alles zusammen muss kommen. Das heisst, es ist recht wichtig. Also so genau weiß ich es nicht mehr. Nein. Ich muss dringend nochmal kommen. Ich weiß es nicht mehr. Das ist aber auch gut. Also weißt du, schlussendlich geht es ja darum, was hast du erlebt. Aber es ist auf jeden Fall wichtiger als bei anderen Programmen, dass eine gewisse Reihenfolge und gewisse Elemente sicher fix drin vorkommen. Und die muss ich mir wieder reinbüffeln. Hockst du, das habe ich mich schon gefragt. Also bist du dann zuhause? Oder gehst du in einen Übungsraum und dann schwätzest du für dich das durch? Oder wie übst du? Das mache ich wirklich nie. Das schaffe ich nicht. Für mich, nicht mehr ins Leere zu labern, sind ganz am Anfang, ich sage jetzt vor dem ersten Auftritt, habe ich das zum Teil gemacht, weil ich es halt nicht besser gewusst habe. Sondern was ich mache, ist, ich nehme ja jede auf und ich mache dann meistens so ein bisschen Querschnitt. Ich höre dann verschiedene Aufnahmen und dann entscheide ich mich ab und zu mal eher für die Formulierung entscheiden. Also es ist so ein bisschen... Dann schwätzt du mit? Nein, sondern ich höre. Du hörst es einfach? Genau, dann höre ich es und mache so irgendwie, okay, wie habe ich es in Alten gesagt? Meistens spezifische Punkte, oder? Wie habe ich das in Alten gesagt? Ah, okay, wie habe ich es in Winterthur gesagt? Wie habe ich es dort gesagt? Und dann merke ich so, mir gefällt es zum Beispiel am besten so, die Reaktion kommt auch recht gut so, und das Wort ist eigentlich überflüssig. Und dann tue ich mir zum Teil nur den Teilsatz oder die drei Wörter, die schreibe ich mir noch schnell irgendwann in ein sozusagen Skript. Und meistens mache ich das auch kurz vor der Show. Also wirklich, dass ich dann einfach eine Stunde vor der Show hocke schnell an und denke so, wo habe ich das letzte Mal vielleicht ein Problem gehabt? Dort und dort. Das wollte ich jetzt anders sagen, oder das. Und danach schaue ich das so ein bisschen durch. Und das ist eben die ersten paar Shows. Wirklich? Also vor der Show noch Text lernen. Es ist eben nicht Text lernen, weil das ist ja das Schöne. Ich brauche ja nicht genau so viele Wörter für den Takt. Sondern mir ist wichtig, ich probiere es auf den Sensenarbeit zu brechen. Dir ist wichtiger, eben das zum Beispiel das spezifische Wort. Ja, aber sag mir, du hast ein halbes Jahr nicht mehr gespielt. Ja, jetzt muss ich das ganze Programm einfach mehrmals hören. Das Schöne ist, weil ich es ja schwarz lose, ist wie wenn ich fast wie wenn ich es laut sage. Was schießt dir ab im Losen? Was mir anschießt? Weißt du, Zeit.
Ganz ehrlich. Aber ich meine jetzt rein an dir selber. Weißt du, wenn ich, ich übe auch sehr viel mit alten Aufnahmen. Ich mache es relativ ähnlich. Schneiden eigentlich einmal für die ganze Band. Jetzt, wo wir das wieder mit vorbereiten, dann ist die ganze Band aus altem Programm etwas zusammengeschnitten und sagt, das ist etwas Programm. Nur mit dem Unterschied, ich muss halt Muskeln noch trainieren, Stimmmuskeln. Das heisst, ich muss singen dazu. Aber es gibt Momente, wo ich mich so aufrege über so Ansagen zwischen den Songs. Nein, du, der ist im Ernst. Und dann kommt das jedes Mal, oder? Ich übe es dann jeden Tag. So, bevor es wieder losgeht, mache ich es wirklich dann jeden Tag ein, zwei Mal durch. Und das ist ein stündiges Ding. So. Nein, jetzt kommt das wieder. Gibt es auch so, wo du das sind dann so die kleinen Zwischensachen, die ich habe. Wenn ich effektiv eben am Labern bin, bei Improvisation oder so, gibt es immer den Punkt, wo ich so finde, ah, Alter, der ist jetzt wirklich zu cheap gewesen. Und Du hast jetzt wirklich noch welche Melken. Weißt, also da gibt es immer so. Aber grundsätzlich, wenn ich auf so ein Programm los, dann überlege ich das eben gar nicht. Dann ist es so analytisch, dann ist es wirklich so fest das Handwerk, irgendwie, keine Ahnung, das Werkzeug, das jetzt gerade gebraucht wird, dass ich es nicht so merke. Drum los ist, weil wenn ich es schaue, könnte ich es keine 5 Minuten schaffen. Das geht einfach nicht. Weil wirklich so, wie es aussieht, völlig anders ist, wie es sich anfühlt. Und wenn ich es los, das ist für mich ziemlich so auch, wie ich es fühle. Weil das checke ich. Das ist einfach eben, ja klar, wenn ich dort mit der Stimme aufgehe, so fühle ich das in dem Moment und voll easy. Ist aber eigentlich auch ein geiles, ich finde, das ist ein geiles Format zum Comedy hören, eigentlich, finde ich. Ja. Yeah. Also, natürlich, man kriegt gewisse Sachen nicht mit, aber die Konzentration ist dafür auch an einem anderen Ort. Also, ich habe schon hart Peach Weber-Kassetten gelesen früher. Und habe es sehr abgeführt. Ja. Yeah. Ich weiß zwar nicht, ob ich den Witz geschnallt habe, aber damals. Aber ja. Ja, yeah, aber. Heute ist mit Netflix und so ist man wahrscheinlich schneller, dass man halt Comedians schaut. Aha. Was ja auch wieder eine andere Disziplin ist. Viele Comedians laufen ja dann einfach rum auf der Bühne. Ja. Yeah. Natürlich, das Gesicht gibt schon recht viel her, aber echt die Bewegung nicht so meistens. Schon noch lustig. Das habe ich aber so faszinierend gefunden. Ich meine, ich habe Otto und Mittermeier gelost. Und das findest du schon geil. Mhm. Und dann fragst du dich immer, aber das ist eigentlich irgendwie ist noch spannend für deine Fantasie. Dann denkst du, was macht er da, dass sie jetzt so lachen? Weil du hörst nichts, aber es gibt einen expliziten Lacher. Das heißt, irgendetwas muss er gemacht haben. Oder? Und für mich ist ich weiß logischerweise, was ich dort mache. Aber wenn ich sehe, wie das effektiv aussieht, dann würde ich es einfach hinterfragen, während ich es mache. Also das wollte ich auf keinen Fall. Und darum, jetzt muss ich überlegen, wie wir auf das gekommen sind. Wegen genau, Menschen, die an Shows kommen und richtig Gas geben und richtig Freude haben. Ja, irgendetwas Pandemie wieder reden. Genau, wegen Pandi-Schiesel. Und darum wird eben das Programm, das ich jetzt spiele, wird immer noch sehr neu sein. Sind eben so neu, dass quasi ich trainiere es mir nochmal an. Ja. Und das wahrscheinlich zweimal, weil ich habe ja dann wieder 3 Monate Pause nach dem 2. Juli. Oder? Juli? Okay, du spielst jetzt schnell nachher Sommerpause. September, Oktober. Ja. Und das wäre jetzt, da müsstest du 10-3 Versionen dann online haben, um zu schauen, weißt du, was hat sich verändert im gleichen Programm eigentlich innerhalb von einem Jahr? Das ist beim Feelgood Comedian meine ursprüngliche Idee gewesen. Sehr, sehr klar, sag mal eigentlich kopiert und nicht inspiriert von Chris Rock, der hat mal ein Special gemacht, wo er halt seine Show, frag mich nicht mehr, fucking Südafrika, ich glaube Cape Town und irgendwie London und Amsterdam, New York. So, und er schneidet einfach zwischen den einzelnen Shows hier und her. Dann ist es wirklich mal die 5 Minuten von dort und dann geht es 5 Minuten dort an. Auch an sich ja nicht ein neues Konzept. Und ich hatte eigentlich die ganze Feelgood-Comedian-Tour mitgefilmt und habe gedacht, ich werde dort auch schön, vor allem eben so bei dem Impro-Teil, wie die hier und her schneiden können. Ah, frag mich nicht. In Aarau sind sie völlig anders, ist völlig anders Gespräch gewesen wie in Bern. Ist auch geil, so Cape Town, London. Ja, das Erste, wo du nachher kommst in der Schweiz, ist, ja, zum Beispiel in Aarau, ist doch. Münchweilen. Ist doch ein schönes Leben, das wir haben. Herzogenbuchsi. Herzogenbuchsi. Oh mein Gott, es ist, ja. Die Bretter, die Welt bedeuten.
Und dann ist aber eben die Pandemie gekommen und ich habe die letzten zwei Shows nicht können spielen. Kein Bern, kein Basel. Auch für die Schweiz ja grosse Metropole. Mhm. Und ich habe vor 13 Leuten in Zug gespielt. Der letzte Abend vor dem Lockdown. Und etwa 30 sind nicht gekommen. Also, das ist auch eine geile Ausrede, das habe ich auch mal gebracht. Also, was? Bringe ich auch bezüglich unserer letzten Show vor dem Lockdown. Nein, ohne Scheiß. Sag ich mir, das sind einfach alle gar nicht gekommen, wo sie Ticket gekauft haben. Was auch stimmt. Das ist wirklich, ich kann dir auch sagen, ich habe, also, vor der Pandemie habe ich schon 18 Leute gehabt. Und das ist dann nicht, weil gekaufte Tickets nicht gekommen sind. Wobei doch einmal in Solothurn habe ich es wirklich gehabt. Es sind ohne Scheiß etwa 20 Tickets nicht gekommen. Weil am 8. zu oben noch 25 Grad gesehen sind und noch eBay gespielt hat. Mhm. In der Champions League. Was, glaube ich, auch noch nicht geplant war. Da sind wir wirklich auf 20, 25 gefunden. Yeah. Wegen denen, ich glaube, 20 Stutz hat das Ticket gekostet. Pff, ist doch scheißegal. Sehr untypisch für die Schweiz. Gömmerle. Eben, habe ich so gedacht, ja, 20 ist, glaube ich, dumme Zahl, musst du jetzt weiter rufen. Für 25 wäre das schon gekommen. Genau. Also, verdammt angeschissen. Man soll die tropfenden Badhose. Und so mit dem Wife-Beater. So. Und dann habe ich wegen dem Zug Auftritt habe ich gefunden, auch weil es ein bisschen ein Zeitdokument ist, ich lade einfach, und weil ich viel weniger zu tun habe, als das alles zusammenzuschneiden aus 20 verschiedenen Orten, habe ich gedacht, ich lade einfach das ganze Solo von Zug auf. Mit 13 Leuten und so einer Stimmung. Und die 13 Leute, hast du dir das mal überlegt, die nochmal einzuladen? Hey, weißt du, wer die 13 sind? Ich glaube, ich habe denen sogar irgendetwas gesagt. Ich weiß zum Teil nicht, was ich am Schluss alles von einer Show erzähle. Ja, yeah, das kann ich auch nicht. aber wäre es doch noch geil, zu sagen, hey, ihr 13, wenn der ganze Scheiß ja dann mal vorbei ist. Ja, wenn ich einen Zug spiele, das hätte ich unbedingt gehabt. Dann mache ich Exklusivshow für euch. Wir machen noch so ein paar. Eigentlich müsste man eben die einladen, wo Tickets gekauft haben, nicht gekommen sind. Mhm. Mhm. Weil die 13, behauptet jetzt ernsthaft, auch von den Feedbacks, die haben schon ein ultimativ geiles Erlebnis gehabt. Und das war wirklich spannend gewesen, im Vergleich zu irgendwie Solothurn, ein paar Schneuz. Dort hast du irgendwie eine halbe Stunde gebraucht, um denen zu zeigen, die haben euch richtig entschieden, das ist im Fall schon okay, auch wenn jetzt wenig Leute sind. Ich werde euch unterhalten und das hoffentlich gut machen und wir werden einen tollen Abend haben. Dass die nicht bereuen, hier angekommen sind. Mhm. Und bei denen 13 Zug, ist genau das Gegenteil gewesen. Mehr haben sie nicht motivieren müssen, aber die haben so fest das Gefühl, wir wollen geben. Es ist im Fall okay, dass wir nur 13 sind. Wir finden es voll geil. Es ist genau das Gegenteil passiert. Und das finde ich so spannend, wie eigentlich die gleiche Situation gespiegelt, einfach nur aufgrund von unseren Umständen völlig anders sich abspielt. Das heisst aber, eigentlich ein guter Entertainer, was wir ja beide werden wollen in unserem Leben, müsste eigentlich schaffen, um diesen Vibe am Anfang von so einer kleinen Show zu kreieren. Genau. Um wieder Leute von Anfang an das Gefühl geben, vielleicht ihnen auch sagen. Ja. Yeah. Die ganze Zeit halt, es ist voll geil da. Jetzt machen wir uns einen geilen Abend. Ja, und das musst du wirklich lernen, dir antrainieren. Und ich glaube, darum ist es umso wichtiger, wenn Veranstalter nicht unbedingt will absagen, spiele ich eigentlich jede Show. Wir haben, glaube ich, zwei haben wir effektiv in den, weiß ich wie viele Jahren, abgesagt. Weil einmal hat es nicht mehr, glaube ich, 6 Reservationen gehabt. Wir haben nicht einmal Tickets gekauft, sondern 6 haben mal ein Ticket reserviert. Wir schauen dann noch, ob wir kommen. Das heisst, es kann sein, dass du am 5 vor 8 dort stehst und sagst, ja, von diesen 6 ist jetzt niemand gekommen. und dann muss man sagen, dort ist zum Beispiel das Geld ein sehr grosses Problem gewesen. Man muss sagen, ich kann mir es nicht leisten, dort rauszufahren mit Sack und Pack und dann passiert vielleicht nichts. Aber sonst bin ich so fest der Meinung, immer zu spielen und einfach eben auch nicht nur sich das Arzt trainieren, sondern auch lehren Spass zu haben in dem. Weil schlussendlich machst du ja für das. Wenn du früher in der Stube für deine Familie irgendetwas performt hast, in meinem Fall DJ Bobo-Tanz. Sind nicht sie, DJ Antoine. Nein, DJ Bobo. Der Antoine ist dort noch nicht so on the verge gewesen. Dann machst du das ja nur für 4 Leute, 6 Leute und das ist dein Publikum und du willst, dass die das toll finden. Also,
warum setzt sich das irgendwann ändern? Ja. Und dann ist es auch wieder Zahlen. Warum ist eine Zahl viel entscheidender, als wie der oben an sich ist? Klar, musst du am Schluss irgendwie Rechnungen zahlen und so. Aber, das ist halt ein bisschen der Haken. Aber aus der künstlerischen Sicht, bis Tag X musst du alles daran setzen, dass möglichst viele Menschen kommen. Aber wenn Tag X ist, dann darfst du dich keine Sekunde mehr darüber aufregen. Du darfst es einfach nie persönlich nehmen. Genau. Also gut, man kann schon zweifeln an seiner eigenen Qualität auch. Aber ja, ja. Man aber an diesem Tag sicher nicht mehr. An diesem Tag musst du sagen, die kommen, wie viele die auch immer sind, euch bloß ich die Ohren weg. Heute wird es so geil. Das ist Punkt 1. Punkt 2 ist, du musst dringend einen Grund finden, warum die anderen nicht gekommen sind. Mhm. Eben, du musst können sagen, ja, es war gerade IB-Match. Mhm. Es ist grad, das ist voll wichtig. Mhm. Weil wenn du das auf dich persönlich nimmst, ey, es hat sie einfach nicht interessiert, ehrlich gesagt. Sie haben einfach den scheiß IB-Match spannender gefunden, als dass ich da auftrete. Ja, gut, verständlich. Dann nein, finde ich komplett unverständlich. Aber ist ja dann drehst du durch. Also wenn du das persönlich nimmst, ja. Du musst ja das irgendwie auch lernen, zu sagen, hey, es ist nicht wegen mir, sondern es ist wegen den Umständen irgendwie. Auch wenn es eigentlich wegen dir ist. Also bei mir ist es dann manchmal so, dass es wegen mir ist, aber ich schieb's dann halt auf etwas anderes ab. Ich habe von Veranstalterseite habe ich natürlich auch schon wirklich sehr geile Argumente gehört von Künstlern, die mir erklärt haben, warum jetzt bei uns zu Basel zum Beispiel so wenig Tickets weg sind. Weil du dann musst sagen, Ich lasse dich jetzt in dem Glauben, eben genau aus dem Grund, aber ich kann dir sagen, das ist sicher nicht der Grund, ja, dass irgendwie Quartierbeiz XY wieder aufgemacht hat. Ja. Nein, aber es war nur ein Beispiel gewesen. Ich sage jetzt nicht die wahre Beispiel. Wo du dann musst sagen, wenn wir ganz ehrlich sind, das kann nicht der Grund sein. Ja. Oder weißt du, frag mich nicht, ein Event, wo 2 Monate lang läuft. Ja, ist ja klar gewesen, wenn im Musical-Theater das und das Musical läuft, ist ja logisch, dass niemand zu mir kommt. Optimierst du etwas im Programm? Wenn du jetzt, also wie nimmst du persönlich, wenn du jetzt ein paar Mal hintereinander zum Beispiel schlechte Tickets gehabt hast, so wenige Leute, fangst du dann an deinem Auftritt zu schrauben, an deinem Programm zu schrauben, änderst du etwas? Nein, also inhaltlich ändert sich 0,0 aufgrund von Anzahl Zuschauer oder Tickets. Ja. Nix. Ja. Sondern wird bei dir ähnlich sein, wenn du auf einmal das Gefühl hast, scheiße, nach 3/4 Stunden bei dem und dem Song, habe ich das Gefühl, ich verliere die Leute ein bisschen. Irgendwie, das ist nicht wegen dem Song, ich glaube, der Reihenfolge stimmt dort nicht. Vielleicht ist es zuerst zu bombastisch und dann zu soft oder keine Ahnung was. Das, aber das ist eine Gespürssache. Aber wegen Ticket, im Gegenteil, ich weiss eine Tour, wo ticketmäßig recht schlecht gelaufen ist, aber die Feedbacks so geil gewesen sind, dass ich umso mehr gefunden habe, hey, so wie es ist, so machen wir es. Und im grossen Ding, weil du musst ja echt davon ausgehen, wenn ich meinen Job nicht allzu schlecht mache, verkaufe ich nächstes Mal mehr Tickets als vorher. Ja. Yeah. Das, bei uns ist das nicht ganz immer so gewesen, in der Karriere. Yeah. Und bei dir wahrscheinlich auch nicht. Nein. Fangst du dann also im grossen Range etwas zu, also fangst du dir überlegen, ist das eine Überlegung im Programm machen oder? Nein, es ist nur eine Überlegung im Marketing. Ich weiß nicht, wie viel Einfluss die haben auf was, wenn genau, nicht mehr wo gepusht wird. Aber ich als quasi kleines KMU-Business, wo vielleicht noch 2-3 Partner hat, die ihm helfen in dem, irgendwie muss ich das entscheiden. Das heißt, das ist ein konstanter Prozess und er ändert sich ja konstant. Also, dass der Prozess vor ein paar Jahren noch anders ausgesehen hat, weil Facebook-Werbung wahnsinnig viel gebracht hat, oder jetzt kannst du sagen, schmeiß 200 Stutz bei Facebook rein oder verschenk sie auf jemanden auf der Straße. Also, muss das ja immer so ein bisschen adaptieren. Und es geht mehr, in dem Punkt geht es mehr darum, dass ich dort immer wieder schaue, was bringt wirklich etwas, eben in Form von Ticketverkauf. Bringt es tatsächlich, dass wir so und so viel Plakate aufhängen, wo so und so viel kosten? Natürlich kannst du es nicht 1:1 messen, aber wenn du weißt, ich müsste sicher 40 Tickets verkaufen, damit die Plakate halbwegs sich lohnen, ja. Dann sagst du, nehmen wir lieber die Hälfte von dem Geld und machen es für irgendeine andere Werbung. Mhm. In dem Punkt merke ich es extrem. Aber auch das beeinflusst nicht wirklich das Kreative. Behaupte ich nicht. Sondern ich probiere dort eher kreativ in der Business-Seite zu sein. Weil halb Idiot
weißt du noch genau, weil du den Song, den Titelsong quasi dafür geschrieben hast, habe ich eine Promotour gemacht, wo ich mit dem kleinen scheiß Velo und meinem Böxli und mit so einer Mini-Bühne auf dem Velo, bin ich quer durch die Schweiz an einen Ort, wo ich dann gespielt habe. Es war ein wahnsinniger Aufwand gesehen, zeitlich, wahnsinnig viel Geld gekostet für mich als Einzelbetrieb und hat wahrscheinlich nicht so viel gebracht. Aber Blei ein paar Jahre voraus gesehen. Muss man ja, gleich sagen. Ich nehme fast an, ja. aber irgendwie habe ich ja das dann geil gefunden. Und dann habe ich gewusst, okay, das mache ich sicher nicht mehr, weil es verfehlt das Ziel vom Marketing-Aspekt her. Aber es ist geil, haben wir es gemacht. Und ich habe etwas zum, also das habe ich für immer, weißt du? Und irgendwie, es wird, wie will ich sagen, vielleicht wie eben auch das Album, das keine Tour hat, ist in dem Fall dann, es kriegt wie einen geileren Wert. Mhm. Weil es ist wirklich, denn trotz allem ist es ein rein künstlerischer Wert. Ich habe ein paar geile Videos, wenn ich irgendwie eins in Küsnacht am Rigi vor dem See für so eine Velofahrer-Perle die schlechtesten Jokes ever performt. Hast du deine 6 Jokes gemacht, wenigstens? Nein, dort habe ich sogar extra keine Jokes gemacht. Weißt du? Es ist so dumm Meta gesehen. Logischerweise funktioniert das nicht. Das habe ich zum Beispiel gemerkt nach dem Programm. Ich gesagt, ja. Im Programm immer Selbstironie und all das Zeugs, aber in der Kommunikation nach Hause, zu viel Selbstironie geht nie. Weil die Leute müssen zuerst verstehen, was das Echte ist, bis sie verstehen, was Selbstironie ist. Darum heißt es nicht Halbidiot jetzt. Richtig. Ich hatte drei Titel, gehabt, wo ich mich selber immer halb bis sehr dist habe. Und das haben wir dann geändert. Ich finde aber nach wie vor, dass du dich zum Beispiel in dem Podcast viel dissest selber. Selbstironie ist ja um, aber in der Kommunikation geht auf Selbstironie nicht. Weil wer hat Zeit, den Pressetext genau zu lesen und zu verstehen, wie der gemeint ist. Bei Halbidiot hat es wirklich so gesehen, der Pressetext hat angefangen mit, Sie alle kennen einen und haben einen in ihrem Umfeld. Man hasst sie und liebt sie zugleich, der Halbidiot. Und wenn so. Sie keinen haben, sind sie ihn. Genau, irgendwie so. Und nachher ist noch so eine, habe ich noch so einen Duden-Eintrag geschrieben, wo genau, also nicht nur ich muss dazu sagen, der Schaden hat sehr viel geholfen. Weißt du, wo so ein Duden-Eintrag ist? Lalala. Und dann habe ich gemerkt, dann spielst du, sag mal eben, Küsnacht am Rigi. Und dann nimmt das Lokalblatt XY nimmt einfach die ersten 2 Sätze. Sie alle kennen einen in ihrem Umfeld, man hasst sie und liebt sie zugleich, der Halbidiot, heute oben, in dem und dem Theater. Wird die jetzt wahrscheinlich nicht gerade abholen, um das dann effektiv zu schauen? Nein. Also, ist dort die Selbstironie verfehlt, sozusagen. Ja. Dass sie dann im Programm sehen, wie ich die ganze Zeit auf mir selber rumbash und irgendwie zum Teil etwas Positives passiert, wo dann aber wieder zusammengeht und so weiter und so fort. Das, glaube ich, verliert es extrem. Oder braucht es sogar. Aber zum Kreis schließen, das sind dann wirklich, für mich das eine ist wirklich, was das Kreative im Programm ist. Und das ist nie beeinflusst von diesen externen Faktoren. Lustigerweise, weil ich glaube, bis heute, jetzt, wo du mir das gefragt hast, habe ich mir das gar noch nie so fest gefragt. Mhm. Aber logischerweise, wie das bei dir auch passiert ist, mit einem Song, wo dann auf einmal 10'000 mitsingen, bin ich ja sehr auf die Reaktionen vom Publikum angewiesen und merke natürlich, boah, der Joke ist, mir gefällt er und dann mache ich jetzt noch ein bisschen etwas mehr. Mhm. Sicher hat es dort nicht nur den Anspruch. Das ist dann aber mehr so ein schleichender Prozess. Genau. Aber es ist schon so, und bei uns, wir haben natürlich verschiedenere Publikummer, als du hast. Also ich meine, bist du sicher? Ja, ich glaube schon. Also ich jetzt irgendwie am Sonntagmittag am Gampel spielen. Mhm. Oder dann irgendwie in einem Kulturladen, yeah. Wo ich sage, zum Hohnzicken, wo die Leute sich gewöhnt sind, zum sehr intensiven Musik hören und so. Das sind natürlich schon Welten. Und wenn dich dort am Publikum nicht anpasst, ist es einfach verloren. Also, ja. Also ich meine, ich habe grossen künstlerischen Respekt vor Bands, die das machen, die dann sagen, wir spielen jetzt einfach unsere neue Scheibe, ist mir scheißegal, wie viel Weiss, wie das die getrunken haben im Wallis. Mhm. So. Aber ich bin nicht so, ich liebe es zu fest mit dem Publikum genau. Zusammen eine geile Zeit zu haben. Das heisst,
man überlegt sich natürlich schon intensiv, wie du das Festivalprogramm gestaltet zum Beispiel. Mhm. Und so. Aber du hast schon recht, in der Entwicklung jetzt zum Beispiel von einem Album hat es keinen Einfluss. Also denke ich sicher nicht als Live-Publikum. Ja. Ich probiere schon nicht als Musikhörer-Publikum zu denken, aber sicher nicht als Live-Publikum. Ja. Das ist eine völlig andere Welt. Voll. Ja, das ist aber auch meine Erfahrung. Weil du hast mich natürlich bis jetzt in der Metropole von der Schweiz gesehen, Solo spielen. Und das ist klar, mittlerweile sehr klar definiertes Publikum, sagen wir jetzt mal. Aber ich habe ja trotzdem noch Privatanlässe und Mixed Shows und zum Teil ein bisschen mehr Kultur-Ecke, Auftritte und so. Und dort kommt es genau aufs Gleiche an, darauf an, dass dann wirklich Z-Liste, ob es jetzt Musik ist oder Comedy, dass die dann auch entsprechend bezahlbar ist. Weil was in Zürich in der kleinen Bar funktioniert, das funktioniert vielleicht eben nicht im Herzogenbuchsee. Ist es wieder fies, auf den Herzogenbuchsee rumzuhacken? Es ist sehr fies, weil ich selber dort noch nie gespielt habe. Ich spiele immer bei den bösen Gegnern. Langer du. Aber ja, hat übrigens einen Kulturtempel, irgendeinen Mehrzweck. Am besten sind so Kirchengemeinden oder so, weißt, wo irgendwie noch ein kulturelles Programm machen. Wird ein bisschen anderen Inhalt haben. Effektiv, ja. Hingegen, was ich mir immer gewährt habe, ist beim Solo, genauso wie du bei der wahrscheinlich eben effektiven Double Fantastic Tour, wo nicht ein Festivalauftritt per se dazu erzählt, sondern effektiv Menschen zahlen Geld zum Ding sehen, deine Band. Dort mache ich wenig Anpassungen, weil ich so finde, das ist ja mein Programm, die wollen mein Programm sehen. Mm. Ein Film tust du auch nicht, wenn er in der Stadt läuft, umschneiden, zu wie er auf dem Land gezeigt wird, sondern der Film ist der Film. Und das Programm ist das Programm, wenn du das willst sehen, das zeigt er. Das ist bei uns natürlich nicht ganz so, aber ja. Ja. Es gibt ja dann wie, also es gibt ja auch eine Erwartungshaltung, die die Leute mit einem Ticket verbindet. Und die kannst du komplett unterlaufen oder kannst sie nicht komplett unterlaufen. Und wir haben uns entschieden, Popmusik zu machen, weil wir gerne gute Zeit haben mit dem Publikum. Mhm. Und dann spielst du gescheiter Angelina an meiner Stelle, als dass du es nicht spielst. Mhm. Und gescheiter in einer möglichst normalen Version, als in der super-duper-hipster-Version. Ja. Zum Beispiel. Also wir machen es dich auch gerne, weil es ist immer eine riesen Party und so. Yeah. Aber es ist jetzt nicht... Sagen wir, ich würde jetzt nur aus künstlerischem Aspekt eine Show gestalten. Ja. Yeah. Wäre dann wahrscheinlich Angelina nicht jedes Mal drin, sondern es würde dann halt einmal passen und einmal würde es nicht passen. Ja, ja. Natürlich gibt es die Erwartungshaltung, wo die Leute zahlen ja die 40 Steine, um meinen Ort und Angelina zu hören und von vorne und so weiter. Ja, hat sich auch damit zu tun, dass im Gegensatz zu der Musik, bei der Comedy, du ja eigentlich mit einem Programm nur Neues präsentierst. Mhm. Weil die Leute sonst ja fast angepisst sind. Mhm. Es gibt wenig Ausnahmen. Du hast irgendetwas recycelt letztes Mal, nicht? Ich habe das Gefühl, irgendetwas habe ich schon mal in einem Programm gesehen, das gebraucht Vielleicht ist es ein Impro-Joke, der gar nicht so improvisiert ist. Vielleicht, ja. Nein, jetzt im letzten, glaube ich, wirklich nicht. Das wäre schon geil, eigentlich so nach der Zugabe. Also nein, eigentlich machst du ja in der Popmusik ist es die letzte Viertelstunde vor der Zugabe. Genau. Alle Hits rausballern. Genau. so, Joel von Mutzenbecher macht 079 nochmal, etc. etc. Eben, wie. Nein, das scheiss die Leute, ja. Ich glaube, es kommt wirklich darauf an, was für eine Sorte von Comedy du machst, oder? Also, wenn du Sketch-Comedy machst, mega geil, dass man nochmal das Sketch sieht, weil da hat man ja schon 100 Mal geschaut, da finde ich richtig, richtig geil, aber wenn du irgendwie etwas aus deinem Leben erzählst und irgendwie, es ist halt auch noch ein bisschen Aktualität vom Gefühl her, nicht gerade News, was heute Mittag passiert ist, aber so ein bisschen, es passt in Zeit, sag ich jetzt mal, dann bringt es nicht viel, wenn der alte Hits rausgeballt ist. Und ich glaube, das ist sicher ein Unterschied. Das ist klar. Ich will auch an ein Konzert und will ein paar... Ich will sie zwar in einer anderen Version hören, um mich nachher dann aufregen, dass ich die nie mehr hören kann. weil ich so etwas Einzigartiges erlebt habe. Das ist wieder der Witz, oder? Ja. Yeah. Ich
man da, das ist das gleiche Spiel wie immer, Erwartungshaltung erfüllen, aber nicht ganz. Genau. Von dem haben wir das letzte Mal gehabt, das weiß ich. Und das ist da natürlich exakt da. Also, du spielst es wie immer, aber schon nicht wie immer. Genau. ganz gemein ist immer, wenn die Leute meinen, jetzt kommt der Refrain, dass du dann nochmal etwas dazwischen schiebst. Ja. Das ist schon geil. Yeah. Gibt's ganz lustige Methoden. Oder, letzte habe ich auf Anregung von Britschki, unserem Drummer, eine alte James Brown Show geschaut. 1981. Und der wartet, so habe ich noch nie erlebt, der wartet über eine halbe Stunde, bis er auf die Bühne kommt. Zuerst ist eine Band am Spielen. So, und es ist einfach huere geil. Klammerbemerkung, er hat zwei Drummer und zwei Bassisten, yeah, weil die sonst gar nicht das ganze Konzert könnten so tight spielen, wie sie müssen. Klar. Also die wechseln sich ab. Yeah. Und nachher spielt die Band, nachher Bläser, wow, voll geil Bläser. Und nachher kommen Backing Girls, die aber Lied singen. Also sie singen Lieder, die man kennt. Mm-hmm. Und der treibt so weit, bis das Publikum anfängt zu buhen. Und dann gibt es so, das musst du mal einziehen, dann macht er so Pausen, also die Band macht so Kunstpausen, alle haben das Gefühl, jetzt kommt er. Und dann kommt irgendein neues Girl und wird straight ausgebaut vom Publikum. Also, es ist schon wieder nicht James Brown. So geil. Hey, und dann kommt er, führen, Spagat, wie man ihn kennt, läuft, yeah, auf die Leute alle da. Die Leute drehen komplett durch. Aber ich glaube, er hat das einfach auch. Er hat das wahrscheinlich in seiner Karriere wahrscheinlich hat er angefangen mit «Ich komme zwei Minuten später als der Rest». Ja. Yeah. Er hat gemerkt, zwei Minuten ist voll easy, komm, ich probiere es mit drei. Ja, klar. Hat er probiert, wie viel mag es verleiden, dass die Leute noch nicht davonlaufen. Mhm. Schon noch geil. Halbe Stunde. Halbe Stunde finde ich sehr beeindruckend, weil ich weiss noch, Michael Jackson, die History Tour, die ultimative. Zuerst der komisch computeranimierte Film, wie das Raumschiff auf der Erde kommt. Gott. Und dann ist das Raumschiff ja auf der Bühne. Das kommt irgendwann so. Und dann siehst du, ich weiß nicht, ob du ihn eben schon siehst, oder erst, ich glaube, dann geht irgendwann das Licht an, und du siehst ihn im Raumschiff stehen, und du siehst nur den Schatten von ihm auf die dumme so Papierwand projiziert. Mhm. Und dann bleibt er 5 Minuten stehen. Und Security, da darf jemand nach dem anderen irgendwie aus der Reihe ziehen, wo ohnmächtig wird und keine Luft mehr kriegt und was weiß ich. Und dann macht er irgendwann nach 5 Minuten, macht er mal krrrr und bricht durch die dumme Papierwand durch. Und dann steht er überhaupt mal in seinem Gold-Silber-Raumschiff-Anzug, was das immer gesehen ist, steht dort. Und die absolute Ekstase, also mehr geht gar nicht. Yeah. Und dann geht es, glaube ich, nochmal 5 Minuten. Also ich müsste mal timen, wenn ich das nehme, wieder mal schaue. Also wieder mal. Es ist schon sehr eindrücklich, wie, wenn du ein guter Entertainer bist, wie lang halt eben kannst du nichts machen. Aushalten. Spannung halten. Genau. Und die Leute drehen komplett durch. Das ist schon krass. Das ist schon sehr krass. Man macht das. Wir probieren diese Sachen aus, wir machen es immer zu kurz. Vielleicht. Ja. Man geht trotzdem gleich nicht. Eben, das ist ja der innere Drang, oder? Ja. Im Theater hat das schon angefangen mit Reden. Schon nur, wie schnell du schwätzisch, ja, muss in deinem Gefühl etwa halb so langsam sein, wie du das Gefühl wie hast. Wie im Podcast. Ja, im Podcast werde ich ja gerne verschnellern. Ich höre immer Podcasts, wo ich drin bin. Doppeltime. Nein, und denke immer, wieso schnurst du so schnell? Wirklich? Hängst doch mal, yeah. Spann dich. Siehst du, hattest du auch nicht gefunden, bei mir das Gegenteil. Er tönt immer so fast zu gemütlich. Und er ist ein gemütlicher Typ. Eben. Nein, das finde ich jetzt nicht. Nein, aber gerade auf der Bühne, man muss ein bisschen langsamer überhaupt schwätzen, dort vorne an. Und dann mit der Comedy genau das Gleiche. Du hast das Gefühl, du musst, oh mein Gott, jede Stille musst du füllen. Du musst immer weiter und da. Und mit der Zeit merkst du, das ist viel geiler, wenn du einfach mal da ein paar Sekunden noch wartest. Und da noch ein bisschen länger. Ja. Eben, fährst du ein bisschen ausprobieren. Irgendwann hast du es überspannt. Sagst, okay, jetzt sind wir über den Berg. Gehen wir wieder ein bisschen zurück. Aber es ist genau das. Und der James Brown hat wahrscheinlich auch gemerkt, 45 Minuten, das schafft es nicht mehr. Dann sind sie zu angepisst. Ja, dann schafft, und vor allem muss er dann ja auch, er hat dann ja wahrscheinlich dann kämpfen. Auch nicht länger gespielt als eine Stunde. Yeah. So nachher. Dann kannst du 45 Minuten warten und nachher nur eine Stunde spielen. Yeah. Das stimmt das Verhältnis irgendwie nicht mehr. Yeah. Ich hab Kendrick Lamar live gesehen, wo, ich glaube, 3-4 Stunden zu spät gekommen ist. Ja. Und dort sind einfach alle Leute auf ihn hässig gewesen. Ja. Also dort haben sie es nicht geil gefunden. Ja, aber die sind natürlich auch nicht unterhalten worden, oder? Also das ist nicht genau. So, dass die Band gespielt hat. Nein, sondern hast du wirklich auf die Spur gekommen. An einem riesen Festival, so. Wo ein tight Schedule hat und so.
dann ist es einfach zu dumm. Ja, das kannst du eigentlich fast nicht mehr bringen, yeah, finde ich so. Und das ist ja auch bei Bands wie bei uns, ist es ja knallhart, dass, wir sind ja nicht der Kendrick Lamar, offensichtlich, dass der Veranstalter einfach halt sagt, hey, wenn ich spät anfange, ich drehe einfach den Hahn ab, und Punkt. Mir ist scheißegal, das müssen die selber wissen. Yeah. Also weißt du, das ist irgendwie, und dann fängst du wieder pünktlich an. Und, ist man sich in der Schweiz auch wahnsinnig gewöhnt, muss man sagen. Ja, yeah, es ist herzig, yeah, aber gleichzeitig auch fürchterlich eigentlich, wie genau das alles timed ist. Ich meine, also ein yeah, Festival, yeah, wenn du yeah, so ein Gurtenfestival bist mit 3 grossen Bühnen und yeah, noch irgendwie 3 kleinen Bühnen und es ist alles... Gut, aber bei Festivals verstand ich es. Also ich glaube, Festivals kannst du überall schauen. Nein, aber du musst dir überlegen, dass eine Band wie mir... Mhm. Bei uns ist es ja 100% Live-Musik. Es yeah, gibt bei uns kein Ableton, der durchläuft und mir ins Ohr rein sagt 3, 2, 1, Sonne. Na, gibt es ja nicht, oder? Yeah. Sondern es ist einfach live. Und die Tempi sind zwar immer plus minus gleich, aber dass wir es irgendwie schaffen als Band, um unser Set in einer Stunde durchzuhaben, yeah, ist eigentlich noch eine Herausforderung. Und wenn du jetzt yeah, das überlegst, auf alle Bands an einem Festival, dass das alle schaffen, mm-hmm, schon noch tough, yeah, eigentlich, dass das funktioniert. Oder? Ist das heisst, du musst ja auf den Flex sein und sagen, okay, wir streichen den Song, weil wir mm-hmm, haben jetzt zu lang geschnurrt. Und heutige Musiker, die sich gewöhnt sind, dass immer 35 Spuren hinten noch mitlaufen und ihnen sagen, was sie machen müssen, mm-hmm, die wissen, wie flex die sind. Mm-hmm. Bei uns ist nicht das Problem. Ich kumpel dann einfach um und sage, aber ja, das ist, schon krass, dass es funktioniert, so das genau. Das ist extrem krass. Das zeigt ja, wie viel Arbeit dort dahinter ist, wie Musiker sich tatsächlich auch treffen, um etwas zusammen zu proben und wirklich das... Mühen vor allem. Ja, nein. Aber das Geilste zum zusammen Musik. Das ist ja mega schön. Das ist ja mega schön. Bei euch. Ja. Ich weiss bei anderen nicht, was wirklich eine Mühe ist. Aber die Leute, also sollen sie ja nicht. Sie sollen wirklich einfach an dem Festival unterhalten sein in dem Moment. Aber das hinterfragt ja niemand. Oder überlegt sich niemand. Ja. Und man müsste auch mal einen Doc machen über die Stage-Manager-Legenden, die es in der Schweiz gibt, die genau das Business handeln. Ja. Yeah. Wo dann auch müssen wissen, okay, man Kendrick Lamar kann jetzt den Strom nicht abstellen, yeah, glaube, aber bis wohin kann ich das machen, wenn es yeah, wirklich hart auf hart kommt. Mhm. Und wo du auch früher als Band, das finde ich auch faszinierend, früher als Band musst du lernen, mit denen bin ich gescheiter nicht. Weil die sind einfach... Die sind noch mal längere Hebel, sprichwörtlich. So. Mhm. Das ist schon faszinierend. Es gibt mhm, nicht so viele in der Schweiz von denen. Stage-Managerinnen und Manager von diesen grossen Festivals. Und ja, die machen dann auch einen Job. Also, ist krass. Das war ein richtig geiler Talk über die. Ja, es ist wirklich, also meine Energy Air, die alle Viertelstunde neue Band rausjagt. Ja. Ich meine, es ist wirklich. Ja, ja. Es ist krass. Oder? Ich bin immer schwer beeindruckt von denen. Also, ich schaue eh immer gerne anderen Menschen beim Arbeiten zu, wo etwas leidenschaftlich machen. Und das gibt auch von diesen Stage-Managern gibt es Figuren, ja, die das mit einer Leidenschaft und Qualität machen. Einer, ich glaube, der war Stage Manager, der hat irgendwie alle Band- und Tour-Shirts, also nicht alle, aber hat ein paar auf eine Webseite geknallt. Ich glaube, wirklich auch wegen Covid. Mhm. Und die verkauft. Mhm. Das habe ich auch gesehen, stimmt. Ich weiß nicht mehr, wer es war, aber ja, habe ich gesehen. Also muss auch eine ultimative Legende sein in dem Ganzen. Also Elijah, wenn du bei dem seine Tour-Shirts siehst, denkst du, ja, ziemlich jeder grosse Konzertevent hat irgendwas damit zu tun gehabt. So. Ja, und dann kommst du irgendwie als Provinzband, wo wir ja immer noch sind, selbst wenn wir erfolgreich sind in diesem Land, sind wir erfolgreich in diesem Land und schon in Lausanne kennt uns kein Schwein. das Land Deutschland. Ja, genau. Dann kommst du irgendwie als Provinzband und hast gleich das Gefühl, ich muss jetzt da einen auf wichtig machen. Das habe ich sehr schnell begriffen. Das macht keinen Sinn. So. Mhm. Mit denen bist du gescheiter cool. Mhm. Da kein Metzchen haben und so. Das lohnt sich nicht. Es lohnt sich sowieso nie. Nein. Das eh nie. Aber das habe ich gehört, ist in der Schweiz, aber gerade bei Festivals, ist das oft so, dass die Schweizer Bands und Künstler viel anstrengender sind als die internationalen Top-Shots, wo halt einfach eben, für die gehört das zum Daily Business. Was, wie viel heute? 60.000 locker. Gestern sind es 120.000 gesehen. Also weißt du, so, ja, einfach, und es ist ein von 45 das Jahr. Ja. Und bei der Schweiz ist es so, das ist das einzige Mal, wo ich am Frauenfeld Open Air auftrete. Ah. Ja, ja, und sind sich dann auch nicht gewöhnt, zum die Menge bespielen. Genau. Also von der Energie her. Mhm. Das ist dann nochmal etwas anderes als
im Exil in Zürich spielen. Und ich sehe jetzt als Club, es geht nicht um das, aber es ist eine völlig andere Grösse noch nicht. Klar. Ja, das ist, ich glaube, das ist ein bisschen schade eigentlich. Wir haben zwar viele Festivals, aber du kommst gleich, dass vor 20'000 Leuten stehst, passiert jetzt auf unserer Grössenordnung vielleicht immer normal ohne Covid-Ding, vielleicht 2-3 Mal im Jahr. Mhm. Immerhin. Ja, aber jetzt nicht, wenn es mit internationalem Maßstab alles. Schon klar. Da lernst du es halt auch richtig, wie bespaßt ist 20'000 Leute. Ja, ja. Ich glaube, wir sind besser im Bespassen von 500 bis 1'000 Leuten als von 20'000 wahrscheinlich. Ich habe mal gesehen, die haben mal mega deutlich gesagt, dass ein eben so Festival-Gig in die Hosen ist. Und ich habe geil, ich habe nie gecheckt, warum. Die Höhe, also wir reden von St. Gallen 19 und in die Hose ist, es ist nicht so, dass es irgendwie, dass wir nicht gut gespielt hätten, aber der Energiefluss hat nicht gestimmt so von uns zum Publikum und retour. Hast du das vom Gefühl her so empfunden oder kannst du wirklich, also beweisen kannst du eh nicht, aber kannst du wirklich darlegen, kannst du sagen, fuck, ich schaue das Video an und das merkst du richtig? Ich merke das schon, ja. Ja, okay. Also die Energie hat nicht gestimmt, auch die Erwartungshaltung war auch da gewesen. Wir müssen den Laden auseinandernehmen. Mhm. Das haben wir einfach nicht. Und das ist auch, also weißt, auch da habe ich habe viel externe Gründe. Es war der Juni-Tag gewesen, oder die paar, zwei, drei Juni-Tage, wo es irgendwie über 40 Grad war im Sitter, Dobel. Yeah. Und die Leute sind einfach, es ist Sonntag am Sonntag kurz vor Mittag haben wir gespielt, 12 oder so. Es ist echt brennend heiß dort unten in dem Kessel. Yeah. Die Leute komplett gekommen sind ja schon seit dem Donnerstag da in dieser Hitze. Und bei unserem Bandanhänger ist etwas kaputt gegangen. Also wir sind spät gekommen. Also nicht spät, aber einfach, es ist nicht mehr aufgegangen mit allen Sachen. Und seitdem übrigens haben wir nach der Nachbesprechung zu dem Gig, warum es nicht gut gegangen ist, sind unsere Ritual vor dem Konzert, unsere gemeinsamen Bandritual, sind genau timed. Also wir wie 70 Minuten vor dem Konzert wieder eingesungen, 10 Minuten lang zusammen. Mhm. Und 10 Minuten vor dem Konzert treffen wir uns für Kreisli und Energie gegenseitig. Ja, und die wird noch das Handy weggenommen, so Zeugs, hast du gesagt. Ja, das ist auch noch, aber das ist eigentlich seitdem, weil wir dort gemerkt haben, hätten wir die genaue Struktur dort gehabt, wir wären zwar, es wäre eng geworden mit dem Spack gekommen, aber es wäre dann nicht irgendwie ein Affenhaus gewesen, wo jeder rumgesäckert wäre, sondern es wäre okay Jungs, jetzt müssen wir einfach Vollgas aufbauen, weil in 10 Minuten müssen wir so. Yeah. Dann hättest du es irgendwie geschafft. Doch die Schweizer Struktur, die es dann braucht, oder? Ja, zum können nachher wieder frei sein. Also zwischen 60 Minuten vor der Show und 10 Minuten vor der Show kann ich machen, was ich will, weil ich weiss, alles andere ist organisiert. Ich kann mich komplett entspannen. Und das finde ich sehr geil. Darum hat es mich vorher schockiert, dass du gesagt hast, du gehst nochmal durch, was willst du jetzt anders machen als letztes Mal. Und so. Ich glaube, das ist kein Ritual, aber wenn ich das muss machen, dann mache ich das noch und dann nachher bin ich wie safe für die Show, wie sicher. Und ich habe keine fixe Ritual, was aber seit der vorletzten Tour ist das habe ich auch bei euch gemerkt, dass gewisse, dass eine Playlist klar definiert ist, wenn sie losgeht und somit, wenn dann der letzte Song läuft, bevor dann effektiv die Show anfängt, oder? Und einfach, wenn der letzte Song kommt, im Unterbewussten du machst die Show ready. Irgendwie. Nicht, ich mache jetzt zweimal links Kopfschüttel und dann drehe ich mich und die Schuhe nochmal neu binden. Aber irgendwie, es passiert etwas. Also, du bist im Unterbewussten, bist dann auf einmal sehr parat für die Show. So. Aber bei der Comedy hilft es auch, dass du ja wirklich, es gibt die crappigste Events, vor allem jetzt, schon vor Covid habe ich schon bei den crappigsten Events gespielt. Jetzt nach Covid weiß ich nicht, ob es jemals wieder anders wird sein. Und dann spielst du wirklich einfach in einem Hinterhof auf einer Europalette. Das ist jetzt passiert, oder? Und dort hilft es, glaube ich, wirklich einfach, dass du eben nicht zu viel Ritual hast und so, sondern when it's go time, du gehst auf die Bühne und dann legst du los. So. Und ich glaube, das... Du musst ja immer noch können am Schluss. Also es ist ja wie so, als andere Stelle, die Luxussituation. Ja. Yeah. Dass du meine 70 Minuten vorher und letztendlich, wahrscheinlich, wenn es hart auf hart kommt, könnte ich das auch noch. Mhm. Aber eben, die Frage ist dann, reden wir davon, ein Publikum zu überzeugen, wo 10, 15 Nasen, die gerade da sind, die bei dir sind, oder auch 40, 60 Nasen. Oder reden wir von St. Galler Open, einer Hauptbühne, wo du musst eine andere Energie transportieren. Und jetzt sind auch zu gestresst gesehen. Zu gestresst, zu hoher Erwartungshaltung,
und einfach daran gescheitert. So. Yeah. Fertig. Also es war nicht dramatisch gewesen. Ich habe kein Trauma davon getragen, yeah. Aber also es ist halt in der Schweiz eben, du spielst so selten von so vielen Leuten, es ist immer eine verpasste Chance, wenn ich nachher nicht das Gefühl habe, so jetzt habe ich eigentlich mein Herz komplett ausgeschüttet. Das ist eigentlich, um das geht's. Jetzt habe ich können mich so fest öffnen, wie ich wollte. Sondern ich habe immer das Gefühl, ich bin immer noch irgendwie reserviert gewesen und es ist nie so richtig explodiert. Und so. Ist aber gleich noch spannend, dass man das dann öffentlich sagt. Würde ich wahrscheinlich irgendwie, ein PR-Mensch würde ich wahrscheinlich dem abraten. Ich bin auch immer dafür. Ich mache auch ein Video, wenn ich nur 15 Leute im Publikum habe und zeige sie noch. Ja. Weil ich finde, es braucht ja quasi die Realness. Aber wahrscheinlich würde jemand sagen, hey, erwähne einfach nicht. Erwähne einfach nicht St. Gallen Open Air. Egal was du machst, erwähne es nicht. Ja. Ist nie passiert. Ja, aber das, dann wäre es so, dann müsste ja irgendwie, keine Ahnung, etwas Schlimmes passiert sein. Weißt du? Der DJ Arts hat so eine Platte so geschossen und so wie ein Frisbee und irgendeine Girl im Publikum hat so das Ohrläppchen abgeschnitten und das wäre gerade verdammt dramatisch gewesen, weil alles ihres Erbe an ihrem Ohrenring gehangen ist. So. Yeah. Das ist so eine Geschichte gewesen. Aber einfach, dass wir emotional, wir sind nicht spät gekommen, wir haben nicht zu lang gespielt, wir haben gut gespielt, die Band hat gut gespielt. Ich glaube nicht, dass die Leute jetzt mega enttäuscht gewesen sind, aber es ist nicht so magic gewesen. Und was du dann erwartest von einer grossen Show, eigentlich erwarte ich es von jeder Show, aber von so einer, hey, wir können St. Gallen Hauptbühne ein gutes Lot spielen, ist, ich wollte, dass das irgendwie Magie passiert. Für das mache ich das ja auch. Und dann passiert es halt nicht und dann bin ich einfach enttäuscht. Und ich habe schon immer überall, probiert eigentlich über all meine Fehler und Macken zu reden, weil mir noch nie jemand bewiesen hat, dass das schlecht ist für meine Karriere eigentlich. Und in meinen Songs mache ich es ja eh auch, von dem her. Ich glaube, das ist mega sympathisch. Ich glaube, dass das gut ankommt. Auch bei dir. Ich glaube, wenn du dann sagst, hey, look, jetzt sind nur 15 Nasen gekommen und du redest über das öffentlich, ich glaube, mit dem kannst du nicht falsch gehen am Schluss, glaube ich. Ich glaube, man kann vor allem nicht falsch gehen für sich selber. Ich glaube, es fängt mit dem an. Das ist einfach irgendwie, ich fühle mich wohl damit. Ja. Und wenn du dann irgendwie überlegst, ja gut, man könnte auch einfach schreiben, ausverkauft. Also weiss ich vor allem im Deutschen, schon sehr erfolgreich, aber dort ist es vertraglich drin, dass du als Veranstalter musst schreiben, es ist ausverkauft. Kannst du machen. Frage ist, kannst du damit leben? Natürlich könnte ich damit leben, aber willst du damit leben? So, ich glaube es nicht, nein. Ja, ich glaube, das ist eine Chance. Realness ist immer eine Chance für uns Schweizer Künstlerinnen und Künstler, immer. Weil wir sind einfach näher an den Leuten. Voll. Und der Markt ist, die Comedy-Markt, jetzt wie in deinem Fall der Musik mit uns, ist so überschwemmt, niemand hat auf uns gewartet, auf uns Schweizer Künstler. Ausser wir können wirklich unser Herz öffnen, anders als halt ein Chris Martin von Coldplay kann, wo immer mein Lieblingsbeispiel ist. Obwohl ich finde, er ist eigentlich auch jemand, wo man gut noch spürt, aber der ist einfach weniger per se, weniger näher dran, es geht nicht anders. Er ist einfach, ja, er hat einfach ein viel grösseres Publikum. Und das gehört für mich dazu, dass ich gehe ein Bier trinken mit den Leuten nach dem Konzert. Das gehört für mich dazu, dass ich auch öffentlich kommuniziere, wenn es mir nicht gut geht. Das habe ich schon als Lehrer immer gemacht. Ich bin Musiklehrer, ich bin morgen in die Schule gekommen, der Schule gesagt, hey, heute geht es mir echt beschissen. Ich bin gerade ehrlich zu euch. Also, am besten finden wir jetzt irgendeinen Rang miteinander. Und das sind immer gute Momente geworden, immer intensive, spannende Momente geworden. Und ich glaube, lieber dazu stehen. Weil wir zelebrieren es ja auch. Ich glaube es den Leuten sonst einfach auch nicht mehr. Ich glaube, ich zelebriere es ja auch, wenn ich an einem guten Festival kann spielen und es ist eine mega geile Show und es ist gestopft voll und es hat verdammt viele Leute. Das zelebriere ich ja auch und verzeihe ich den Leuten auch. Und dann kann ich ja mal sagen, dort war jetzt für mich weniger geil gewesen, als ich es erwartet hätte oder als ich von mir selber erwartet hätte. Das ist aber eh vorbei. Das verdammt Fotos mit dem Publikum. Und ich meine, das ist zum Beispiel etwas, was ist schön an der Pandemie, dass man die scheiß Fotos nicht mehr sieht, wo die Leute sich selber nach dem Konzert ins Publikum... Wem musst du etwas beweisen? Weißt du, wem musst du etwas beweisen? So häng es doch einfach, ist doch egal. Oder? Ja, es ist im
auch im Comedy Markt ist es irgendwann auf der Überfluss gesehen, immer mit, da hast du aber ein Selfie-Video gesehen. So, ich bin da und da und das sind meine Leute in so und so. Obwohl sie 90 Minuten lang nie gemacht haben, sondern halt einfach gelacht haben und geklatscht haben. Das ist wirklich so, irgendwann ist es einfach so eine Überschwemmung geworden. Von ja. Denen. Also, weißt, ich meine, das verliert einen kompletten Wert, weil du weißt, erstens, jeder ist dann irgendwann mal dabei gewesen an so einer Veranstaltung und weiss einfach, okay, er hat genau den Winkel gefilmt, wo es ein paar Leute gab und sonst war kein Schwein rum. Und zweitens ist also, hey, ich habe das Publikum vor mir und ich beschäftige mich mit meinem scheiß Handy, auch den noch. Ja. Yeah. Nimmt für mich irgendwie Zeug an, wo ich so finde, ich frage ihren 40 Stutz Eintritt zahlt. Oder 20 Stutzen, oder vielleicht immer. Mhm. Und ich schaue in mein Handy, um denen, die nichts gezahlt haben, draussen, zu beweisen, dass viele Leute sind. Was ist das für ein Scheiß? Ja, yeah, ja. Yeah. Oder? Was ist das für ein Scheiß? Also, ich meine, ich muss jetzt ehrlich sagen, ich meine, wir posten dann nach dem Konzert ein Foto von Steve, wo eine Konzertaufnahme zeigt. Mhm. Und das wirkt natürlich bei den Leuten hier auch. Aber dort geht es mir mehr auch um. Also, das ist wichtig, dass die Leute hier sehen, das ist offensichtlich ein cooles Konzert gewesen. Und auch, dass die Leute sich selber nochmal sehen, als eine Erinnerung für die Leute, die gewesen sind, zum mit heimnehmen, so. Aber ich würde nie im Leben Scheiß auf mein Handy während dem Konzert. Ja. Weißt du, ich schaue sonst schon genug rein, das Teil. Das ist schon was ich hauptsächlich zu Basel und in Zürich mache, ist, weil dort habe ich meistens wirklich einen Fotograf dabei, ist dann ein Shot, wenn ich auf der Bühne bin und das Publikum hinter dran. Und das ist wirklich zu 95% für mich. Schön, wenn es irgendwie tatsächlich aber vielleicht irgendwie noch so einen Effekt könnte haben. Aber das ist einfach Shit, wie meinem 16-Jährigen ich sage, schau mal, du stehst da im vollen Kaufleuten. Mhm. Das brauchst du irgendwie einfach. Mhm. Also weißt, das ist wirklich für mich so, Jackie, zum so den Kreis zu schließen. Ja, ja. So, fuck. Aber es ist dann so, ich habe das so bei der Steffi Heinz mal gesehen, wo ich wirklich so gedacht habe, das ist voll ritualisierter Ablauf bei ihrem Konzert. Mhm. Also, das war früher gewesen, gell? Ich weiß nicht, wie jetzt drauf ist. Ich schätze sie übrigens sehr, es geht nicht um das, aber es ist voll ritualisiert. Beim einen Song am Schluss, man kann das auf Video schauen, es gibt Videoaufnahmen vom Heiteren, wo man das ganze Ritual sieht, wie die Musiker alle, der Song läuft so und so, dann kommen so und dann kommen die Musiker führen, die drehen sich alle vollautomatisch. Du merkst, das ist eingeübt und der Fotograf ist gerade am richtigen Ort, zack, sie machen alle das Herzli, zack, vorbei. Weißt du, und denkst so, hä? Und das soll jetzt irgendwie Begeisterung von einem Publikum ausdrücken. Ich meine, das ist. Mir ist schon klar, dass es eindrücklich aussieht, wenn du von oben am Heiteren dich fötterst mit dem Publikum so, aber das ist einfach, ja. Es ist kommt auch eben real. Da kommt auch ein bisschen der Business-Aspekt dazu, oder? Ich glaube eben, darum ist es real, wenn man es einmal, zweimal macht, nehmen. Und sagt, hey, es tut mir mega leid, aber was okay für euch, wenn wir noch schnell ein Foto machen? Weil, genauso wie sonst manchmal Leute Foto mit dir. Ja, aber du schon so eine Ansage. Ja. Das ist ja dann völlig eine andere Ausgangslage. Aber wenn du sagen, wo drehen uns um. Super geil. Ja, also, mit dem Choreograf eingeübt. Übrigens finde ich den Steve ein sehr geiler Fotograf. Also haben wir schon mal privat besprochen. Aber so Tourbilder, Konzertbilder, auch Backstage-Sachen von euch. Auch eben, wo sie zum Beispiel in Italien gewesen sind, um am Programm zu arbeiten und so. Am Album zu arbeiten. Ich glaube, allein wegen dem lohnt es sich extrem, euren Account zu folgen. Weil es sind wirklich schöne, eben und emotionsgeladene Bilder. Finde ich recht geil. Er ist auch ein Beispiel für näher an mich heranlassen. Dass das Produkt stimmiger wird. Er ist nicht besser geworden wegen dem. Er hat immer schon sehr viele Skills gehabt. Aber je mehr sich unsere Freundschaft intensiviert hat, was sie auch hat, desto mehr sehen seine Bilder aus, wie ich mir da auf dem Testing vorstelle. Das ist ja sehr interessant. Oder? Einfach weil er näher an mir ist, weil er mich mehr spürt. Ich finde das mega schön und ich finde allein schon darum, selbst auch wenn all die Fotos, die haben sehr viel gebracht, uns businessmäßig, aber es hat sich allein schon gelohnt, um den Steve mitten auf Tour, weil eine Freundschaft entstanden ist, wo einfach mega geil ist. Und
Ja, das lohnt sich einfach immer so. Die Leute reinlassen, die Familie, die Leute... Amigs tun andere, die tun so cool, aber das ist doch einfach geil, wenn man jemanden kann einladen zu sich zum Essen und wenn jemand dazugehört zur Familie und man sich freut, die Person zu sehen. Ich will nicht auf Tour sein mit Leuten, die ich mich nicht freut, um sie zu sehen. Voll. Ich finde das voll. Und ich brauche auch nicht meine abschliessbare Garderobe, sondern ich wollte jetzt drin sein mit Steve und mit Aaron und mit Sam und mit all den Leuten, die ich liebe. Das ist meine Familie. Und ich glaube, das macht uns ja dann auch aus als Band live. Und er ist jetzt wie so ein Beispiel, wo man von außen nicht denken würde, weil er halt wie so ein anderes Business hat mit Fotos. Yeah. Aber er ist sehr intensiv, natürlich sehr nahe an dieser Familie. Und weil du ihn nie siehst auf den Bildern. Du siehst ihn nie auf den Bildern und du siehst ihn auf der Bühne fast nicht. Yeah. Dazu. Ich weiß nicht, wie er das macht. Sneaky, sneaky. Mhm. Aber in was er wirklich schlecht ist, Steve, ich hoffe, du hörst den Podcast, ich habe das schon ein paar Mal gesagt, in was er wirklich schlecht ist, ist Backstage-Fotos nach der Show. Und das wären die geilen Fotos. Yeah. Und zwar hat das einen Grund, weil ich wie sage, Steve, es wäre geil, wir hätten auf dem Heimweg, wenn ich heimfahre, hätte ich die ersten 10 Bilder von dir, um eins auswählen, zum posten. Und dann ist er selbstverständlich schon am Arbeiten nach der Show. Yeah. Also ist ein Bilder aussuchen und ab und so. Und ja, es gibt auf unserem Profil gibt's zum Beispiel eins von der Lenzer Heid, gibt's Backstage-Bilder von nach der Show, die schon sehr geil sind. Mhm. Und ich überlege mir die ganze Zeit, in der Kamera rumzulegen haben im Backstage für nach der Show, weil das ist schon sehr geil. Kennst du das Bilderband? Das ist sicher eine Ausstellung gesehen, aber mittlerweile ist ein Bilderband von, ich glaube, einem Fotograf, wo x Musiker und Bands. Genau, direkt nach der Bühne. Yeah. Direkt, wenn sie von der Bühne kommen. Genau, in dem Moment abschießt, wo sie von der Bühne kommen. Ja. Das ist so geil, weil du siehst so viele Emotionen in diesen Gesichtern. Was würde man sehen bei dir? Ich habe eins von mir. Nach der Premiere von Feel Good Comedian. Und? Wo ich das erste Mal... Das ist die straight nach der Show fotografiert. Straight, ich bin noch auf der Bühne. Ich laufe nach dem Schlussapplaus. Es ist sogar sehr peinlich, weil die Leute meinen, ich bin so selbstverliebt. Es ist sogar mein Hintergrundbild auf dem Laptop. Ich laufe von der Bühne richtig Seitenvorhang. So. Und in dem Moment schießt er ab. Und ich sehe ihn, aber also das Smile, das ich dort drauf hatte, das ist oft schon gesehen so. Also, weißt du, so wie klar gesehen. Oft so, ah, shit, ich schaue dem jetzt in die Kamera. Ja. Und das sehe ich bei mir. Und das ist eigentlich, ist eine recht lange Geschichte, warum mir das so wichtig ist. Aber dort bin ich zum ersten Mal nach einer Premiere vielleicht nicht zufrieden, aber happy gewesen. So, weil ich ein Ziel, das ich mir, glaube von Tag 1 oder sogar Tag minus 600'000 gesetzt habe, wie erreicht habe. So. Und darum siehst du eben so die Happiness in dem Moment, oder vielleicht eben sogar ein bisschen Zufriedenheit. Aber das ist eine Momentaufnahme von einem oben. und ich glaube, bei Musik ist noch etwas anderes, weil du kannst dich ja viel mehr in der Musik verlieren. Comedy ist trotzdem sehr viel Brain-Materie, die konstant auf verschiedenen Ebenen schafft. Vorteil leistet mir da, wenn man Backstage vergleicht, bei euch ist es vielleicht etwas mit dem Ritual und so, aber ich höre von Musikern, da kannst du locker mal eine gute Flasche reinstellen, bevor du auf die Bühne gehst. Und beim Komiker sehe ich das nicht so. Weißt du, irgendwie das Timing ist dann nicht so richtig und so. Und ich habe selber schon Leute erlebt, die haben sich gleich noch laufen können. Und ich denke so, Jesus fuck Christ, das wird das schlimmste Konzert aller Zeiten. Und danach stehe ich auf die Bühne und es ist fucking amazing. Du bist so, oh mein Gott. Und ich glaube, darum kannst du dich viel mehr in die Musik reingeben. Das heisst, der Moment, wo dich jemand abschießt, nachdem du von der Bühne kommst, kann natürlich auch noch viel mehr beinhalten bei dem Musiker. Weil einfach, keine Ahnung, wenn du jetzt Marius Bärt über das geschwätzt, Marius Bärt kann nicht einfach so singen, sondern wenn er einfach singen, dann ist es wie niemand anders. Das heisst, wenn er von dem zurückkommt oder vielleicht sogar noch kurz dort ist, ich glaube, das ist etwas anderes, als wenn ich von der Bühne laufe und sage, hey, ich bin eigentlich recht happy, weil ich habe ein Ziel erreicht. Also, weißt du, man probiert ja, es ist ein Unterschied, weil ich probiere nicht mit dem Kopf dabei zu sein, also schon dabei zu sein, aber nicht so denken. Ich probiere möglichst wenig zu denken. Ich probiere einfach zu fühlen, oder? Dann wird es am besten. Und das macht einem, das gibt mir wahrscheinlich viel mehr körperliche Energie, stelle ich mir vor, also auskotzen-Style.
Und ist vielleicht darum auch ein bisschen leer nach der Show. Also bei mir, ich bin dann so ein bisschen leer kurz. Mhm. Voll. Aber es ist schon, ja, es trifft schon noch. Wenn du es schaffst, zum neu mit anders zu sein, wenn du singst auf der Bühne, dann ist es geil. Bei der Primetime-Show hatte ich das gehabt. Der Ort, wo wir uns ja kennengelernt haben. Weil das, klar hat das gewisse Strukturen gehabt, mit irgendwie zuerst kommst du auf die Bühne und machst einen Monolog und dann zeigst du einen Einspieler und dann kommen aber die Gäste. Und ab dem Moment, wo die Gäste kommen, ist Jazz, Free Jazz. Was auch immer passiert, oder? Ich habe auch nie etwas gewusst nach der Show. Keine Ahnung, was passiert ist. Das habe ich vielleicht bei dem Impro-Teil jetzt im Stand-Up ein bisschen. Aber dort ist es wirklich so gesehen. Wow, und dort kann alles passieren. Und die Show, die dir gekommen sind, Frank Baumanner und Laurin Buser, das ist die einzige, die ich nie geschaut habe. Weil das Gefühl so gut war ist danach, und ich weiß, sie ist nicht so gut. Also blöd gesagt, sie kann nicht so gut sein, wie ich mein Gefühl von der habe. Darum habe ich es nie geschaut. Aber ich habe es aber auch sehr geil. Also vielleicht stimmt es eben einfach auch. Vielleicht stimmt es eben auch, aber ich weiß, ich würde etwas sehen. Du könntest jemand anderem geben, zum Schauen vorher, yeah. Und du weißt, der ist im entscheidenden Moment nicht ehrlich zu dir. Mhm. Und sagt dann so, doch, das war voll geil gewesen, aber ich habe es gerade gelöscht. Das war riesig. Ja. Ich habe den Podcast, wir sind jetzt schon bald 2 Stunden. Wirklich? Ja. Hast du Uhr oder? Ja, dort unter dem Rack. Ah, okay. Habe ich den Podcast recht geil gefunden. Ja. Schon nochmal etwas anderes gesehen jetzt, wo du gekommen bist. Vorher anders gesehen, ja. Gell? Mhm. Menschen haben sich fest verändert in kurzer Zeit. Auch optisch. Ja, du weißt, seit wann hast du die Ohrringli? Seit unser Album auf Platz 2 ist. Weil ich jemandem versprochen habe, wenn es auf Platz 1 geht, mache ich Ohrringli. Yeah. Dann ist es auf 2, dann habe ich 2 gemacht. Random. Zum Glück ist es nicht auf Platz 39. Ich wollte einfach unbedingt Ohrringli machen. Und ja, wenn es nicht Kunst auf Platz 1 ist, habe ich so gedacht, ja easy, dann mache ich jetzt halt einfach 2 und erzähle einfach die Geschichte. Genau, voll Ohrringli und habe gedacht, ich lasse meine Haare wachsen, solange es noch hat. Mhm. Und hast du noch ein bisschen Farbe drin geknallt? Das ist die Zone auf meiner Terrasse. Wirklich? Sagt meine Gewaffe, soll ich sagen. Kann man sagen, aber die Zone macht keinen Ansatz. Das ist herrlich. Ich mache auch bald wieder White Face. So für Sommer finde ich noch easy. Nein, also im Ernst, ich finde ja, wenn man Menschen anders kennenlernt, verändert sich auch ihr Aussehen. Mhm. Und ich finde, dein Aussehen hat sich jetzt verändert. Wirklich? Also ich kann jetzt nicht das Aussehen beurteilen von schön und nicht schön, du bist sowieso blendend aussehend, aber du hast irgendwie eine andere Tiefe in deinen Augen. Fix. Geiles. Anders kann ich es nicht beschreiben, ich weiß es nicht. Ja. Du bist seit mittlerweile, glaube ich, 10 Jahren ein treuer Wegbegleiter. Das ist 10 Jahre her, ja. Ja. Und finde es eben schön zu sehen, wie du dich veränderst. Ja, gleichfalls. Und auf der geile Sicht bist. Danke, gleichfalls. Und ein bisschen mit dir schwätzen macht immer Spass. Ob jetzt mit Mikrofon oder ohne. Das ist auch genau gleich. Das schätze ich sehr. Gell? Ja. Wirklich. Ich weiss noch, das eine Mal auch eben so, ist noch Lockdown gesehen oder vielleicht schon knapp nicht mehr. Irgendwann im letzten Sommer haben wir dann mal telefoniert. Nein, wir haben uns getroffen, zu Basel, glaube ich. Zuerst haben wir telefoniert einmal. Ja. Allein das, die 2 Stunden, ich meine, ich glaube, wirklich 2 Stunden telefoniert. Weil das hast du ja dort noch mehr gemacht. Dort hast du wirklich einfach mal jemandem angerufen, um wirklich einfach sich so intensiv austauschen. Und das geht jetzt wieder völlig verloren. Ja. So schade. Ja. Das ist immer sehr, sehr schön und bereichernd. Zum Abschluss, das haben wir nämlich dort noch nicht gemacht, KB Folge 3 oder was es gesehen ist. Was machst du, um dich gut zu fühlen? Die einzige wirkliche Frage, wenn du einen Podcast gestellt hast. Voll. Und du hörst ihn ja sonst, das heisst, du hast gewusst, die kommt. Ich gehe eigentlich mit dem Laurin Buser so joggen. Wirklich? Voll dumm, ja. Aber Joggen hat einfach einen direkten Effekt. Also es ist wie so, du gehst raus, du hast eine Sauerstoffdusche, weil du so viel schnuffst. Mhm. Das heisst, du kommst heim, das ist ein kleines Flash. Mhm. Das ist einfach fix so. Das heisst, das bringt es. Sonst, wenn ich wirklich eine grössere Krise habe, was es auch gibt in meinem Leben, wende ich mich an den Tipp, den ich im Tagimagi gelesen habe, schreibe jeden Abend 3 Sachen auf, die du gut gemacht hast am Tag. Bevor
unmittelbar vor dem Schlafen, also das, du musst mhm. wie etwas haben, ein Heftchen haben neben dem Bett, wo mhm. du das kannst einschlafen, unmittelbar bevor du einschlafst. Und dort stehen Sachen drin, aus der Zeit vom Lockdown, was mir nicht so gut gegangen ist, wie heute habe ich geile Spaghetti gekocht. Mhm. Heute bin ich nett gewesen am Telefon zu meiner Schwester. So, kleine mhm. Sachen, wo mir mit der Zeit ein gutes Gefühl geben, das funktioniert tatsächlich. Also mir hat es funktioniert. Ja. So, wenn du das über mehrere Tage machst, stellt sich das Gefühl ein, von, mir geht es wieder irgendwie besser und ich habe irgendwie mhm. etwas erreicht mhm. und ich kann irgendetwas und so. Mhm. Und das funktioniert bei mir sehr gut. Sehr schön. Du kochst auch wirklich geile Spaghetti. Danke. Aber ist denn auch dumm, ich habe sie dann nur für mich gekocht während der Lockdown-Zeit und dann so hinschreiben, ich habe gute Spaghetti gemacht. Aber ja, um das geht es ja. Unbedingt, das ist ja fast wichtiger. Ja, fast wichtiger, weil das merke ich manchmal, so Kochen für sich selber gibt man sich ein bisschen weniger Mühe manchmal. Das ist eigentlich sehr schade, weil man sollte ja selber in seinem Wertesystem genauso viel bedeuten, dass man sagt, die Spaghetti, die werden jetzt richtig gut. Ja. So, vielen, vielen Dank. Danke dir. Alles Liebe. Gleichfalls. Und bis bald. Bis wieder. Peace. We'll be right back.